Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und willkommen zu einem neuen Sonntag live. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder 20.15 Uhr und es ist wieder Zeit für Mensch mit Wert. <laughs> Der Name wird noch einige in der Zukunft sehr, 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 sehr extrem triggern. <laughs> Und ähm, unser wöchentliches Live. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende. Moment, ich höre mich ja gar nicht. Hallo. So. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, ihr müsst mich hören. Hier schlägt alles aus. Und ähm, Moment, ich gucke lieber selber. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie auch mit den Frauen. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende. Wie ihr vielleicht gestern in der Story gesehen habt, bei Instagram war ich bei Bastian Schaller zu Gast. Mein erster Live-Podcast, zu dem ich eingeladen worden bin. Und äh, von Moksha Movement sozusagen. Das sind die Jungs, die unter anderem den Männern Seamen Retention beibringen. Also falls ihr euch für Seamen Retention interessiert, vergisst NoFab. Okay, NoFab ist NoFab ist nur was für Mönche. Dann äh, ja, checkt mal seine Seite. Ähm, <kühm> ja und heute, wie letzte Woche schon angekündigt, werden wir uns wieder in den Dating-Dschungel reinschmeißen und uns angucken. Wie die Frau von heute, wie die Frau von morgen nur, versucht zu überleben, denn wir ja festgestellt habt, knapp 5000 Jahre äh, Menschheit haben super funktioniert mit Patriarchat und Ehen und das. Ähm, wie, wie soll ich es am besten nennen? Das Einschließen der Frau. Haben die, Mensch haben die Menschlichkeit vorangebracht. Ähm, und seit knapp 60 Jahren mit Feminismus haben wir die Ketten des bösen Patriarchats gesprengt, was es im Übrigen nicht mehr gibt. Gut, keine Widerrede, <laughs> sonst muss ich euch sperren. Ähm, also keine Feministen unter uns. Ähm, und wir, ja, wir experimentieren. Man kann es nicht anders nennen. Ja, wir experimentieren momentan, wie das so funktioniert mit mh, Freiheit, Gleichberechtigung, gleich, vor, allem, vor allem ganz wichtig, nicht Gleichberechtigung, weil bei Gle Gleichberechtigung haben wir schon seit Jahrzehnten, sondern eher, wie das funktioniert mit Gleichheit. Und aber noch wichtiger, weil wenn wir von Gleichheit sprechen, sprechen wir nur über Frauen, wir sprechen nicht über Männer. Da Männer äh, irrelevant sind, erstmal. Ähm, ja, sprechen wir über Frauen und was Gleichheit natürlich hier in diesem speziellen Fall bedeutet, heißt, dass eine Frau auch sein kann wie ein Mann. Also, sprich, sie kann sich verhalten wie ein Mann. Und was im Übrigen ihr absolutes Recht ist, selbstverständlich. Also, Kleiner Disclaimer am Anfang. Habe ich aber auch schon oft gesagt, aber ich sage es gerne nochmal für all die Neuen oder vielleicht für diejenigen, die sich das Ding im Nachhinein angucken werden. Bitte, bitte denkt immer dran: aus moralischer Sicht kann selbstverständlich jeder machen, was er möchte. Okay? Das ist irrelevant. Wir sprechen niemals über was ist moralisch in Ordnung oder nicht, dass in unserer Welt, in, in der westlichen Welt, ist es irrelevant. Also sprich, im Endeffekt kann jeder machen, was er möchte. Problematisch wird es nur, wenn du machst, was du möchtest, aber dein Verhalten oder deine Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, selbstverständlich Konsequenzen haben. Und zwar Konsequenzen, die dir später ups, zum Verhängnis werden. Also sprich, wenn du vielleicht später gerne irgendwas Bestimmtes hättest, aber du es nicht mehr bekommst. Bin ich eigentlich in der Mitte vom Bild? Ich so und mein Stuhl quietscht. Ich muss mal herausfinden, wie man Stühle ölt, damit die nicht mehr quietschen. Das nervt mich. Egal. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen wollte ist, wir leben in einer Zeit, wo wir halt experimentieren. Wir wissen, was funktioniert. Okay, das haben wir schon zigtausende Jahre gemacht. Die Menschheit ist gewachsen, die Menschheit hat sich entwickelt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir im Endeffekt, was seit knapp 60 Jahren, also seitdem das Patriarchat zerschlagen worden ist von der Frau, und zwar für all diejenigen, die sich jetzt fragen, okay, wieso vor 60 Jahren, ungefähr, seit der Erfindung der Pille. Seit der Erfindung der Pille existiert kein Patriarchat mehr. Weil, warum, warum? Weil die größte Macht des Patriarchates war es immer, über die Hypergamie der Frau zu entscheiden. Jetzt kann die Frau selbst entscheiden, indem sie zum Beispiel verhütet. Sie kann sagen, hey, ich entscheide, mit wem ich Kinder bekomme. Vorher ging das nicht. Mehr oder weniger. So, jetzt kann die selbst entscheiden. Das heißt also, das Patriarchat hat gar keine Macht mehr. Das, Patri das Patriarchat ist weg. Das existiert nicht mehr. Also ich muss jedes Mal lachen, wenn ich irgendwelche in irgendwelchen Blogs oder Podcasts natürlich immer nur von Frauen oder von stark feminisierten oder feministisch geprägten Männern höre ja das Patriarchat das ist immer noch da oder oder hier ja, der beste Satz das äh, der ähm, der größte Trick des Patriarchates war es uns weiß zu machen dass es kein Patriarchat mehr gibt <laughs> selbstverständlich natürlich und ähm, ja wie gesagt wir befinden uns in einer Zeit vor allem was das Dating angeht wo ein wo wir einfach merken dass es mittlerweile sehr, sehr problematisch geworden ist. Für die meisten, für die meisten. Es gibt immer Ausnahmen, ja, ne, denkt immer dran, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und über Ausnahmen sprechen wir nicht. Generell geht es niemals um Ausnahmen, denn du bist nicht die Ausnahme. Wenn du die Ausnahme bist, also egal, über was wir hier contentmäßig sprechen, wenn du die Ausnahme bist, dann wirst du dich nicht angesprochen fühlen. Und dann weißt du auch, dass du die Ausnahme bist und du das Glück hattest, noch irgendwie die Kurve zu bekommen, so dass du am Ende doch auf irgendeine Art und Weise glücklich geworden bist mit dem, was du bekommen hast. Aber die Mehrheit ist halt nicht die Ausnahme. Simples Beispiel. Es gibt einige Hollywood-Superstars, die haben mit, also Frauen jetzt, die haben mit 50 noch Familie gegründet oder Kinder bekommen. Ist das die Regel? Solltest du als Frau sagen, ha, ich kann mit 50 auch noch Familie bekommen? Selbstverständlich nicht. Das ist eine Ausnahme. Und du wirst sicherlich nicht die Frau sein, die mit 50, geschweige denn du willst das, noch Kinder bekommen wird. So, deswegen Ausnahmen schieben wir raus. Ausnahmen sind irrelevant. Des Weiteren wenn ich immer wieder von Frauen angesch natürlich immer Frauen von Frauen angeschrieben werde, die mir dann erzählen, dass bei ihnen bestimmte Konstrukte funktionieren, wo ich immer sage schwierig, Red Flag, mh, vielleicht lieber sein lassen, ist das, was ich zuerst immer denke, du kannst mir vieles erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich habe schon so viele Sachen gehört, so viele Sachen hat man mir erzählt, ja, das ist so toll, so wie es ist. Und ähm, mein Mann, der zu Hause ist und sich um den Haushalt kümmert und ach, alles super toll, Ehe, bla bla bla. Und irgendwann erfährst du, ne, sobald die Menschen ein bisschen mehr öffnen, dass alles doch nicht so toll ist und dass alles eigentlich scheiße ist. Deswegen nehme ich sowas null ernst. Geschweige denn von Leuten, die gerade mal in Beziehungen sind, die vielleicht so zwei, drei Jahre laufen. Ne? Also bitte. Kommt mit euren Beziehungen, wenn ihr schon zehn oder mehr Jahre zusammen seid und zeigt mir, dass ihr zum Beispiel als Independent, independent Empowered Woman mit einem stark feminisierten Mann zusammen seid und ihr auch glücklich seid und sagt, boah, Liebe meines Lebens, ich bringe das Geld nach Hause, er kümmert sich um die Kinder, den Haushalt etc. Und dann sage ich, Okay. Warum nicht? Äh, ich, ich, sorry, ich wurde gerade abgelenkt, weil der Nightbot irgendwas gelöscht hat. Ähm, aber das wäre dann auch nur eine Ausnahme. Kommt, ko kommt zu 20 oder zu 30 und dann sage ich, okay. Vielleicht, wer weiß. So, wie dem auch sei, wir probieren sehr vieles aus und ihr merkt, es entstehen Probleme, aber der Mensch passt sich halt an und selbstverständlich versucht der Mensch ein, eine Lösung zu finden. Allerdings eine Lösung zu finden, wo er natürlich nicht wieder zurückfällt in alte Zeiten. Das heißt, das heißt sowohl für also an alle Männer da draußen, die jetzt hier dabei sind und an alle Frauen da draußen, die jetzt vielleicht sagen, ich bin mit der momentanen Situation unglücklich, so wie die Welt funktioniert. Ich hätte gerne was weiß ich, die zeiten meiner großeltern wieder zurück! bla 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 bla! ich kann euch eine sache sagen: kommt von diesem gedanken ab: das wird es nicht mehr geben. wir werden nicht wieder in alte strukturen zurückfallen. und sucht auch nicht danach. Es sei denn, es passiert jetzt gesellschaftlich irgendwas massivst Extremes, wie zum Beispiel ein Krieg, das ganz Europa verfällt, sozusagen, und wir fallen dann irgendwie so halb in die Steinzeit wieder zurück. Das ist dann wieder was anderes, aber solange das nicht passiert, ist das, was ist, Status quo. Und das Wichtigste, worum es mir hier immer geht, ist nicht, ist nicht dass ihr dadurch depressiv werdet und sagt, oh Gott, alle scheiße, alle Frauen scheiße, alle Männer scheiße, sondern dass ihr aus der Situation was macht, dass ihr lernt euch anzupassen. Okay, darum geht es hier. Die Sachen sind, wie sie sind oder sie werden sein, wie sie sein werden. Es geht darum, es zu verstehen und es geht darum, sich anzupassen. Wie kann ich... Trotzdem noch irgendwas für mich herausholen. Das ist der Punkt. Nicht, ich heule jetzt rum, weil alles irgendwie nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Und och, ich hätte gerne wieder so, dass es so wird wie damals bei meinen Großeltern. Und auch früher haben doch die Menschen bla 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 bla. Ja, okay, schön. Wenn es euch nicht gefällt und ihr sagt, in irgendeinem anderen Land ist es besser, dann geht dahin. Aber solange ihr das nicht macht, müsst ihr mit dem zurechtkommen, was momentan hier passiert, in der westlichen Welt. Und die Frage lautet immer, wie kann ich mich anpassen? Wenn ich verstehe, wie die Matrix funktioniert, jetzt benutze, ich auch wieder diesen, jetzt benutze ich auch diesen Ausdruck Matrix, aber es ist halt am Ende so, wenn ihr versteht, wie die Matrix funktioniert, dann könnt ihr euch den Code zu Nutzen machen. Manche mehr, manche weniger. Klar, verständlich. Also, also auch hier nochmal, nicht jeder wird im Leben das bekommen, was er gerne hätte, weil es auf einer bestimmten Ebene nun mal Sachen gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Zum Beispiel das Thema Genetik. Du bist halt auf einer bestimmten Art und Weise genetisch geschaffen, daran kannst du nicht rumfuchteln. Aber was ist mit dem Rest? Wenn ich, wenn ich verstehe, wie Sachen funktionieren, dann kann ich mich so anpassen, dass ich das bekomme, was ich möchte. Dazu gehört übrigens auch ein gewisses Mindset, was ich anpassen muss. Denn wenn ich denke, wie vor 30 Jahren und nicht davon loslassen möchte, dann wird dann wird nichts dann wird nichts passieren. Dann wird mir nichts Gutes widerfahren, weil ich versuche an irgendwelchen alten Sachen festzuhalten, wo ich der Meinung bin, das ist gut. Und dann trotzdem noch von dem anderen was abzubekommen, ohne aber davon was loslassen zu wollen. Ich will eigentlich so einen Mittelweg haben, wo ich von, von allem das Beste bekomme. Aber so funktioniert die Welt halt nun mal nicht. Wie wir ja schon letzte Woche oder vorletzte Woche festgestellt haben: die Welt ist nicht fair. Und das müsst ihr halt verstehen. So. und das heißt, das heißt also, wir probieren, also alles ist momentan eher so ein Experiment. Wir, wir merken mittlerweile, dass diese Dynamiken nicht mehr sehr gut funktionieren, hauptsächlich für die Frauen. Ne? Denn die Frauen sind diejenigen, die sich mittlerweile so verändert haben oder verändern möchten, dass sie gerne alles hätten. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es gibt einen Punkt, und das ist die Genetik, die nun mal deine Rolle im Leben, in der Natur bestimmt. Männer sind für etwas Bestimmtes geschaffen, Frauen sind für etwas Bestimmtes geschaffen, weil die Biologie uns einfach so geschaffen hat. Frauen sind geschaffen, um Kinder auf die Welt zu bringen. Das ist ihr Part. Männer sind, auf die, auf die, auf die, sind dafür geschaffen, beziehungsweise in die Welt geworfen worden von der Natur, um... Frauen entsprechend zu begatten, damit sie Kinder bekommen, also Nachwuchs zu zeugen, zu beschützen und zu versorgen. Okay, da deswegen hast, bist du so wie du bist als Mann. Deswegen hast du einen bestimmten Körperbau, deswegen hast du eine bestimmte Kraft, deswegen ähm, funktioniert dein Gehirn so wie es funktioniert. Deswegen kannst du den Akt von den Gefühlen trennen und 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 und. Das ist nicht das für Fanda. Und deswegen kannst du als Frau und deswegen bist du auf der anderen Seite als Frau, wie du halt bist. Wenn du jetzt aber natürlich da versuchst, beide Rollen und dazu kommen wir dann auch später nochmal, zu erfüllen, dann ist es problematisch, weil du kannst zum Beispiel nicht als Frau sagen: Jetzt bin ich der Mann im Haus. Du kannst es schon sagen. Das Problem ist aber: Männer können keine Kinder zeugen. Ich sag's in die Kamera: Männer können keine Kinder zeugen. Okay? Auch wenn es mittlerweile, auch wenn da von einer gewissen ähm, Ecke mittlerweile dieses Narrativ kommt, dass Männer doch Kinder zeugen können. Das sind keine Männer. Okay? Das sind Frauen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Wo sind meine Sounds? Excuse me? Wir haben 2023. Das war falsch. Das hier wollte ich. This is haram! So. Also. So, wir sind aber jetzt aber in einer Zeit, wo natürlich die Frau sagt: Hey, ich möchte selbstständig sein, ich möchte unabhängig sein, ich möchte im Endeffekt das sein, was auch ein Mann ist oder sein muss, sozusagen. Aber, 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 natürlich, ich, ich funktioniere von der Natur aus auf einer eine gewissen Art und Weise und da schlummert auch in mir etwas, was sagt: Ich möchte aber auch Frau sein, ich möchte vielleicht auch Mutter sein, ich möchte auch Familie gründen, ich möchte binden, weil etwas in mir danach verlangt, weil es wichtig ist. Und jetzt hast du ein Problem, weil jetzt bist, möchtest du beides sein, aber auf der anderen Seite hast du ein Geschlecht, was nicht beides sein kann. Es kann nur das eine sein. Und dann fangen halt die Probleme an. Und dann sind wir im Endeffekt da, wo wir sind, nämlich im Jahr 2023. Und es geht los. Ne, mit den mit all möglichen verrückten Sachen. Und ähm, ich möchte das heutige Live mit einer äh, Sache beginnen, die äh, Sie kurz anschneiden. Wir werden uns das Ganze jetzt nicht komplett durchlesen, die ich einige Male oder die ihr wahrscheinlich auch schon einige Male gehört habt, was die Zukunft der Frau angeht. Und zwar gab es eine Untersuchung von Morgan Stanley. Es gibt ein Buch, glaube ich sogar dazu. Das heißt "The Rise of the Shikonomy. und ich ziehe das mal kurz hier hinein. Moment, ich muss mal gucken. Wait a minute. So where I am? Here I am. Also, ähm, ich, also ihr wollt ja immer, ihr wollt ja hier immer das Beste haben, damit ihr gut lesen könnt. Also, es gibt einen recht bekannten Artikel, der heißt äh, Rise of the Economy, beziehungsweise ein Buch gibt es dazu, was ihr euch kaufen könnt und durchlesen könnt. Aber was sich im Endeffekt damit beschäftigt, äh, wie die Frau Einfluss hat auf die Ökonomie und die Wirtschaft, etc., etc., etc. Und dazu gibt es allerdings eine recht interessante Passage, die sehr, sehr oft zitiert wird. Nämlich wie die Zukunft der Frau aussieht. Und ähm, ich möchte euch, ähm, wir möchten ein ganz kurzes Ding uns mal ganz kurz angucken. Wie gesagt, wir gucken, wir lesen uns nicht ganz durch. Ähm, Moment, ich hau hier mal meinen freundlichen ähm, Google Übersetzer rein. Und ähm, der Artikel ist von Ende 2019. Wie gesagt, Rise of, Rise of the Economy, also Aufstieg der Economy. Und ähm, er beschäftigt sich, ähm, der mediale und gesellschaftliche Fokus auf Geschlechterdiversität, das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen und die Rolle der Frau am Arbeitsplatz war zu Recht ein Schlüsselthema im Jahr 2019. Unternehmen und Investoren achten darauf. Warum sie darauf achten, werdet ihr auch gleich sehen, weil das auch sehr interessant ist. Also Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter, dem Lohngefälle zwischen Männern und Frauen und der Rolle der Frau am Arbeitsplatz waren zu Recht während des gesamten Jahres 2019 ein zentrales Thema in Kultur und Medien. Insbesondere die positive Verbindung zwischen Geschlechtervielfalt und Wirtschaft. Für Frauen haben diese öffentlichen Diskussionen die Voraussetzung für mehr Gleichberechtigung in Bereichen wie Bildung, beruflicher Aufstieg, Einkommenswachstum und Konsummacht geschaffen. Für Unternehmen und Investoren, die diese Trends annehmen, gibt es zahlreiche Vorteile von einer differenzierten Unternehmensführung und Leistung bis hin zu Gewinnwachstum. Ein aktuelles Berichtsur von Morgan Stanley Research nähert sich diesem Thema aus zwei Blickwinkeln. Erstens, wie eine wachsende Bevölkerung von Frauen im besten erwerbsfähigen Alter in den USA Viel, viele alleinstehend und auf Karriere konzentriert, eine größere Vertretung in der Erwerbs Bevölkerung haben dazu beitragen wird, die Löhne zu steigern und potenzielle große, großen Rückenwind in einer Reihe von Konsumgüterkategorien zu schaffen. In einem zweiten Bericht teilt das quantitative Equity Research Team ein proprietäres Framework, das Anlegern helfen soll, die Unternehmen mit der größten Geschlechtervielfalt zu identifizieren, die tendenziell größer sind, bessere Aktienrendite aufweisen und zu einer geringen Volatilität tendieren. So, Zusammengenommen legen wir legen die beiden Berichte da, dass Frauen in den kommenden Jahren sowohl von innen als Arbeitskräfte, die eine bessere Unternehmensleistung vorantreiben, als auch von außen als Verbraucher, ganz wichtig, die diskretionären Ausgaben und das BIP antreiben, die Wirtschaftsdiskussion vorantreiben werden. Mmh. Dimensionierung des gesellschaftsspezifischen Lohngefälles in den USA. Während in den letzten Jahren immer mehr Frauen ein höheres Machtniveau erreicht haben, muss sich die Nadel bei der Gleichstellung der Vergütung mit ihren männlichen Kollegen weiter bewegen. 1980 verdien, verdienten Frauen laut Bureau of Labor Statistics 64 Cent für jeden Dollar und Männer verdienten heute ist die, de, den verdienten. Heute ist die Lücke auf 77 bis 85 Cent je Dollar geschrumpft. Während der Unterschied von 23 Cent gegenüber dem Dollar immer noch beträchtlich ist, haben sich die zugrunde liegenden Probleme etwas verschoben. Wobei sich einige Faktoren wie die Bildungsungleichheit verbessern und andere wie die Verantwortung für die Familienbetreuung beginnen, sich in die, Richtung zu bewegen, sich in die richtige Richtung zu bewegen. In der Vergangenheit haben Bildung oder schlechter bezahlte Berufe das Lohngefälle maßgeblich vorangetrieben, sagt Alan Sentner, Chefökonomin der USA. Heute trägt die Mutterschaft bei weitem am meisten zum Lohngefälle bei, da Frauen, die Mütter werden, oft entscheiden, mit dem Arbeiten aufzuhören oder weniger Stunden zu arbeiten. Da wären wir übrigens wieder beim Thema Lohngap. Ne? Also, dass angeblich Frauen weniger verdienen würden. In den kommenden Jahren. Also, und jetzt kommen wir, kommen wir zu, zu dem, worum es heute. Also, was sehr wichtig ist ist, was hier herausgefunden wurde. In den kommenden Jahren könnte ein weiterer demografischer Trend dazu beitragen, die Lohnlücke in den USA weiter zu schließen. Die steigende Zahl alleinstehender berufstätiger Frauen, basierend auf historischen Daten des Census Bureau und Prognosen von Morgan Stanley, werden 45 Prozent der Frauen im besten erwerbsfähigen Alter, also sprich von 25 bis 44, bis 2030 ledig sein. Der größte Anteil in der Geschichte gegenüber 41% Prozent im Jahr 2018. Das heißt, das heißt 45 Prozent, also fast die Hälfte aller Frauen werden bis 2030, also sprich aller Frauen im, Jahr, äh, im Alter von 25 bis 44, werden ledig sein keinen Anschluss finden. Äh, es wird erwartet, dass alleinstehende Frauen von 2018 bis 2030 jährlich um 1,2% wachsen werden. Bla bla bla. Bleibt ja nochmal den Graphen. Ich werde das alles dann nach unten verlinken, dann könnt ihr euch auch selber angucken. Was treibt diesen Trend an? Zunächst einmal verschieben immer mehr Frauen die Eheschließung, bleiben ledig oder lassen sich in ihren 50ern und 60ern scheiden. Ne, was auch verständlich ist, weil auf der einen, weil du möchtest natürlich Karriere machen, äh, Uni etc. Das heißt, du verschiebst das Heiraten mehr nach hinten. Also heutzutage heiraten die meisten Frauen so mit, ich glaube 28. In Deutschland glaube ich ist ein bisschen, ein bisschen älter, 29, 30 so. Aber sagen wir mal so Ende 20 maximal Anfang 30. Die sich verändernden Lebensstilnormen ermöglichen es mehr Frauen mit, mit oder ohne Kinder Vollzeit zu arbeiten, was die Erwerbsquote von alleinstehenden Frauen weiter erhöhen sollte, sagt Zentner. Steigende Erwerbsquoten dürften Aufwärtsdruck auf die Löhne von Frauen ausüben und dazu beitragen, die Konsumausgaben insgesamt zu steigern. Frauen kontrollieren mehr Geldbörsen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, der auch sehr interessant ist. So wie es aussieht, kontrollieren Frauen bereits einen großen Teil der US-Verbrauchergeldbörse. Laut dem Center for American Progress tragen sie jährlich schätzungsweise 7 Billionen US-Dollar zum US-Bruttoinlandsprodukt bei und sind laut Verbraucherumfragen von E. Simons die Hauptkäufer in 72 Prozent der Haushalte. Deswegen sagt man auch, Frauen können mit Geld nicht umgehen, weil Frauen sind diejenigen, die das meiste Geld auf der Welt ausgeben. Das heißt also, was bedeutet das? Wenn Frauen mehr verdienen, wenn Frauen ledig sind und nichts mehr mit Familie ist, geben sie auch mehr Geld aus. Was natürlich gut ist für die Wirtschaft, weil das kurbelt die Wirtschaft an. Und die, reicher, äh, und die Reichen werden noch reicher. Unterdessen erwerben Frauen häufiger Bachelorabschlüsse als Männer und sie sind die Hauptverdiener für fast 30 Prozent der verheirateten Haushalte und fast 40% aller US-Haushalte. Da Frauen heute deutlich mehr zum Haushaltseinkommen beitragen als früher, frühere Generationen und für die meisten Haushalte nach wie vor die Haupteinkäufer sind, hat ihr Einfluss in Art und Umfang zugenommen", sagt Lauret Castle, Analystin für US-Einzelhandelsaktien. Dies gilt unabhängig davon, ob Frauen ledig oder verheiratet sind. Sie fügen hinzu, dass äh, obwohl die Ausgabenentscheidungen je nach Beziehungsstatus variieren, wir haben festgestellt, dass alleinstehende Frauen den durchschnittlichen Haushalt übersteigen und die Ausgabenprofile in den Kategorien verschieben, die am ehesten dem demografischen Wachstum bei alleinstehenden Frauen mit steigendem Einkommen profitieren. So, und wenn sie dann Single sind, geben sie natürlich noch mehr Geld aus. Der Trend wird Segmente der Wirtschaft ankurbeln, in denen alleinstehende Frauen historisch gesehen mehr ausgeben, darunter Bekleidung und Schuhe, Körperpflege, Essen außer Haus, sowie Luxus und Elektroautos, etc. Etc., etc. So, den Rest könnt ihr euch selber durchlesen, aber ähm, wie ihr seht, der. der, 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 der äh, ach, mir fällt das voll gerade nicht ein. Was im Endeffekt die Aussagekraft des Artikels ist, oder das, ich glaube, das ist ein Ausdruck aus dem Buch, das Buch zusammengefasst, ist: erstens, in spätestens acht Jahren wird die Hälfte der Frauen nicht in der Lage sein, Anschluss finden zu können. Sie bleiben also Singles. Und das Zweite ist natürlich, je mehr die Frauen verdienen, umso besser für die Wirtschaft, weil Frauen sind auch die, die das meiste Geld in der Wirtschaft ausgeben. Was gut für die Wirtschaft ist. Und da wären wir übrigens wieder bei, der, bei dieser Thematik, dass man natürlich aus diesem ganzen Feminismuszeugs und Gleichberechtigung und Gleichstellung etc. sehr, sehr viel gutes Geld machen kann. Aber wir bleiben heute eher auf der Seite des, ich bin alleine und werde alleine wahrscheinlich sterben. Und das ist problematisch. Es ist deswegen problematisch, weil jetzt werdet ihr sagen, ah ja gut, aber ähm, das, das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Hälfte der Männer auch singles sein wird. Das stimmt. Aber das ist irrelevant. Das ist deswegen irrelevant, weil, wie ich ja schon vorher gesagt habe, jedes Geschlecht hat eine... Biologische, natürliche Rolle, eine gewisse Hardware sozusagen, mit der du geboren wirst, so wie du wie deine Hardware quasi programmiert ist. Und das weibliche Geschlecht ist auf Bindung aus. Aus gutem Grund muss es auch. Denn als das vulnerable Geschlecht braucht es den Mann. Denn spätestens, wenn du mit einem Mann geschlafen hast und du wirst schwanger, dann wirst du in der Natur, in der freien Wildnis nicht überleben. Damals, vor tausenden von Jahren. Heutzutage ist es natürlich kein Problem mehr, weil heutzutage hast du Essen im Supermarkt, du hast den Staat, der dich beschützt und so weiter und so fort. Du brauchst also keinen Mann. Das verändert aber nicht deine Hardware. Das verändert nicht die urinstinktiven Impulse, die, dir geschickt, die, die, die abgefeuert werden, die sagen, wir brauchen eine Bindung. Wir brauchen jemanden, mit dem wir zusammenleben müssen. Alleine werden wir nicht glücklich. Wir müssen Anschluss finden. Wir müssen einen Mann finden und ihn binden. Und deswegen, deswegen findet ihr auch zigtausende mittlerweile Artikel und Blogs und äh, YouTube-Videos und sonst irgendwas, die sich hauptsächlich nur damit beschäftigen, wie kann eine Frau Anschluss finden? Wie kann sie, wenn sie nicht Anschluss findet, vielleicht trotzdem glücklich sein? Und auf der anderen Seite findet ihr so gut wie gar keine Artikel oder ganz wenig aus männlicher Sicht. Also Artikel von Männern, die sich beschweren, dass sie keinen Anschluss finden. Dass die Zukunft düster aussieht. Oh, wie kann ich glücklich sein als Mann, wenn ich keine Frau in meinem Leben habe? Und so weiter und so fort. Warum? Weil als Mann bist du generell von der Natur aus unabhängig. Du kannst unabhängig leben. Du brauchst keine Frau in deinem Leben. Du brauchst keine Bindung. Ja, ja, natürlich. Jeder Mensch braucht. Äh, soziale Kontakte, jeder Mensch braucht Zuneigung, Liebe, okay, verstehe ich. Aber für den Mann ist der unlimitierte Zugang zu Sex komplett ausreichend. Deswegen ist für den Mann die Zukunft, also deswegen ist es irrelevant, ob 50 oder noch mehr Prozent der Männer in der, in der Zukunft alleine sein werden, single sein werden, weil diese Männer finden einen Weg trotzdem glücklich zu sein. Der erste, den kriegt ihr auch heute umsonst ins Gesicht geschmissen, sind Erwachsenenfilme, die jeden Tag mi Millionen zig Millionenfach angeklickt werden in allen möglichen Kategorien. Das heißt also als Mann ist dir schon mal der unlimitierte Zugang zur Sexualität garantiert. Du kannst mit allen Frauen jeglicher Form wie du gerade Bock hast, Sex haben. Jetzt werden viele Frauen sagen: äh, äh, Das ist doch nicht dasselbe, wie wenn du jetzt mit einer richtigen Frau. Doch, für den Mann ist es dasselbe. Ba Sonst würden die Dinger nicht angeklickt werden. Sonst würden die nicht hauptsächlich nur von Männern genutzt werden. Wenn es doch nur so ein: Ja, ich habe gerade ein bisschen Druck, ich lasse gerade was raus, fertig. Wäre. Dann hast du natürlich für Männer noch. Für die, die, denen das nicht reicht, hast du natürlich noch irgendwelche komischen Puppen, die du da kaufen kannst. Und, und, du hast natürlich heutzutage mittlerweile auch Onlyfans. Und Onlyfans gibt dir nicht nur diesen, dieses Tor zur Sexualität, sondern Onlyfans gibt dir noch was anderes. Deswegen ist Onlyfans so, äh, so, so erfolgreich für Frauen. Deswegen können Frauen damit... Millionen verdienen. Nicht, weil sie sich nackt präsentieren und irgendwelche Videos hochladen etc. Das gibt es ja umsonst. Das, da musst, dafür musst du nicht zahlen. Sondern sie geben dir was anderes. Sie geben den Männern das Gefühl, dass da jemand Greifbares ist, der sich auch mit dir beschäftigt. Diese Frauen, die diese OnlyFans-Sachen machen, die reden ja auch. Mit ihren Abonnenten, die schreiben mit denen persönlich. Und somit haben die Männer die Illusion, dass sie eine Freundin jetzt haben. Und zwar die, die sie gerne vielleicht hätten. Das heißt, sie zahlen dafür, wie viel auch immer. Sie können die, die, der Frau, die Frau fragen, was sie möchte, was sie ger, ger, gerne von ihnen im Moment haben möchten. Das schickt ihr dann irgendwelche Bilder oder Videos. Und sie können mit der Frau ganz normal sprechen. Hey, wie war dein Tag? Wie geht es dir? Und wenn die natürlich das Spiel sehr gut spielen, perfekt, dann hast du die perfekte Illusion, dass du sogar eine Frau hast, die dir schreibt und die sich für dich interessiert, für die du nur eine Nummer bist am Ende, selbstverständlich, weil die Frauen wissen ja nicht, wer die Typen sind. Aber das ist egal. Das befriedigt den Mann absolut. Und das gibt ihm genau das, was er braucht. Deswegen. Ja, natürlich, auch diese Männer oder auch Männer generell wünscht oder hätten vielleicht gerne doch mal eine reale Frau. Oder, oder wünschten sich natürlich, dass sie diesen Zugang zu vielen Frauen hätten, die auch real sind, die sie anfassen können. Auch, übrigens, auch hier kein Problem, es gibt ja noch Bordelle. Wenn du also gerne was zum Anfassen haben willst und keinen Bock hast, dann Lümmel da alleine zu Hause an dem rumzuspielen gehst du halt ins Bordell oder bestellst halt irgendeinen nach Hause, das geht auch und das reicht auch wenn es für Frauen nicht vorstellbar ist, verständlicherweise ist es nicht vorstellbar, weil wenn es für die Frauen vorstell also wenn die Frauen das verstehen könnten, dann wären sie nicht so wie sie sind, aber Frauen können das nicht verstehen. Warum können sie nicht verstehen? Weil Frauen sagen sorry ich brauche jemanden der da ist, ich brauche jemanden mit dem ich eine Bindung aufbauen kann nicht schreiben oder irgendwelche Bilder im Internet gucken und mir es dann selber machen. Das gibt mir nichts. Genauso wie es mir sehr wenig gibt, wenn ich auf Tinder und Co gehe und jede Woche oder jeden Monat mir einfach jemanden neuen hole, damit ich Abwechslung habe, was auch Männer haben wollen. Männer wollen auch Abwechslung. Sie wollen nicht immer dasselbe. Es heißt ja unlimitierter Zugang zur Sexualität mit vielen verschiedenen Frauen. Das bedeutet, um es euch mal, damit ihr das versteht, heute eine Kleine, morgen eine Große, blond, rot, schwarzhaarig, super schlank, paar Kilo mehr, äh, große Brüste, kleine Brüste, großer Arsch, kleiner Arsch, bla 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 bla. Junger, älter und so weiter und so fort. Das ist diese Vielfalt, die du als Mann einfach brauchst, suchst, was auch immer. Eine Frau gibt das nichts. Denn wenn es auch hier wieder der Beweis ganz ganz einfache Logik, wenn einer Frau sowas glücklich machen würde, würde sich keine Frau beschweren. Gar keine Frau, weil das hast du als Frau jederzeit. Es gibt keine Frau, sogar wenn du unterdurchschnittlich attraktiv bist, die nicht sich auf Tinder oder von mir aus gehe raus in eine Bar oder in einen Club gehen kann oder sich anmelden kann und einen Mann innerhalb von einer Stunde ganz entspannt klar machen kann. Für eine Nacht oder für, für, für F Plus oder sonst irgendwas. Easy. Gibt es nicht. Da musst du schon als Frau eine Eins sein, was es nicht gibt, aber egal. Jede Frau bekommt das jederzeit. Egal ob du 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80 bist, kein Problem. Das ist dir garantiert. Aber das macht dich halt nicht glücklich. Und da merkt ihr schon, dass, du, dass Frauen nach was anderem suchen. Frauen wollen Bindung. Sie wollen mit jemandem was aufbauen. Sie wollen mit jemandem zusammen sein. Sie wollen nicht F-Plus-One-Night-Stands. Sie wollen nicht so Larifari. Wenn sie sich nicht vorstellen können, klar, es gibt Frauen, die das ausprobieren und sagen, oh, interessant, aber ab einem bestimmten Punkt merken sie, nee, eigentlich, eigentlich will ich nicht die side -Chick sein. Eigentlich will ich nicht die Affäre sein. Auch wenn ich vielleicht bis jetzt gedacht habe, so ach, so ist gut. Eigentlich ab einem bestimmten Punkt möchte ich mehr haben. Am besten will ich alles haben, gleichzeitig. Aber so funktioniert nicht die Welt. Und das ist problematisch für das Geschlecht, was eigentlich auf Bindung aus ist, das, nach Bindung, das auf Bindung programmiert ist. Weil jetzt hast du ein Problem. Jetzt lebst du in einer Zeit, wo du halt nicht einfach switchen kannst, wie du es gerne hättest, weil, dann werden wir jetzt beim, beim nächsten Thema, du hast halt auf der anderen Seite ein Geschlecht, was Ansprüche hat. Und das Problem ist, du willst nicht alle Männer haben sondern du willst nur spezifische Männer haben, nämlich in der Regel die 20 Aber die 20 haben halt Auswahl und die nehmen halt das, was sie haben möchten. Und wenn du das halt nicht mitbringst, was für einen Mann wichtig ist, also vor allem für die Männer, die attraktiv sind, dann bleibst du auf der Strecke. Und das ist so das Grundproblem, was Frauen schon heutzutage haben, aber auch in Zukunft haben werden. Und das ist ein riesiges Problem. Warum? Weil du erstmal teilweise nicht mehr zurückgehen kannst und sagen kannst, okay, jetzt, oh, es war ein Fehler hier mit meinen maskulinen Werten und, und, und ähm, Verhaltensweisen, die ich mir durch meinen Job angeeignet habe. Ähm, äh, mir das anzutrainieren. Jetzt will ich wieder zurückgehen und jetzt will ich jetzt will ich wieder feminin sein. Ich will wieder Frau sein, damit ich eigentlich wieder das haben oder damit ich das haben kann, was ich gerne hätte. So funktioniert es halt leider nicht. Und dann und dann kommt natürlich das ganz 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 große Problem, was wir ja in den letzten Lives ja sehr schön erörtert haben. Und das ist das halt das Alter. Und das Alter ist etwas, das bricht dir als Frau oder wird dir als Frau leider sehr auf das Genick brechen. Denn das Alter ist etwas, was du nicht rückgängig machen kannst. Und wenn dein Sexualmarktwert an dein Alter gekoppelt ist, dann kannst du nicht mit 35 oder 39 sagen, oh, ich bin jetzt wieder... Ich bin jetzt wieder so, wie es Männer gerne hätten, von meiner Persönlichkeit her, von meinem Charakter her. Also nimm mich jetzt. Weil die werden sagen: Sorry, aber deine Zeit ist abgelaufen. Weil ich kann jetzt auch eine 20-Jährige klar machen. Also warum soll ich mich mit einer 35- oder mit einer 40-Jährigen einlassen? Egal, was du mitbringst. Interessiert mich nicht. Das heißt, du stehst an einem Punkt, wo es leider kein Zurück mehr gibt. Egal, was du tust. Und das ist halt schwierig. Und, da, und das ist diese Variable, die halt dann so reingeschmissen wird, die halt leider, 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 leider sehr, sehr vielen Frauen das Genick brechen wird. Massivst das Genick brechen wird. Weil Männer junge Frauen haben wollen. Und es ist es für eine Frau es ist es immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Deswegen musst, deswegen musst du eigentlich in der Regel als Frau jede Chance nutzen, sobald du einen Mann kennenlernst, wo du sagst, okay, das wäre ein guter Fang. Du kannst es dir nicht leisten, einen Mann gehen zu lassen. Oder ich sage es anders, ab einem, bestimmten, ab einem bestimmten Alter kannst du es dir nicht mehr leisten. Und das ist ab 27, 28. Weil das ist, wie Kevin Samuels gesagt hat, das ist die Zeit, wo du vom Datingmarkt abspringen musst. Das ist die Zeit, wo gleich im Club die Lichter angehen werden. Und wenn du bis dahin nicht geschafft hast, dir jemanden zu, zu, also noch von denen zu greifen, die gut sind, dann gehen die Lichter an. Und dann schlägst du volle Granate gegen die Wand und dann musst du gucken, was du noch überhaupt abkriegen kannst. Auswahl ist da. Definitiv. Wenn die Lichter angehen, es sind immer noch ganz viele da, die dich sogar händeringend nehmen wollen. Aber da wären wir halt beim Grundproblem der Frau, nämlich, ach, eigentlich habe ich keine Auswahl. Ich lerne keine Männer kennen. Denn die, die mich haben wollen, die will ich nicht. Was soll ich mit denen? Und das ist halt diese Problematik, dass du als Frau nicht sagen kannst, ja, guck mal, jetzt bin ich halt 30. Ne? Ich kann jetzt nicht die gleichen Ansprüche haben wie damals mit 24. Und die ganzen tollen Jungs, die ich immer gehen lassen habe, die mich damals wollten, Aber die kommen sowieso nie wieder. Und ähm, schwierig, sehr schwierig. Was uns dann natürlich zum, zum, zum nächsten Thema bringt. Nämlich, dann sagt sich natürlich, oder der Mensch sagt sich dann, okay, wie passe ich mich jetzt an? Wie kann ich trotzdem noch glücklich werden? Deswegen gibt es ja auch, wenn ihr euch mal ein bisschen umschaut und ein bisschen achtsam seid, deswegen gibt es ja auch so viele Artikel und Videos über diese Thematik. Wie kann ich als Frau allein, als Single glücklich sein? Was glaubt ihr, warum dieses Glücklichsein so wichtig für Frauen ist? Alleine vor allem glücklich sein. Es sind auch meistens immer die, die Single sind, die nach sowas suchen. Ah, wie kann ich Glück finden? Wie kann ich glücklich sein? Ich möchte, nicht, mich, ich möchte mich nicht von einem Mann abhängig machen, um glücklich zu sein. Ich muss erst alleine glücklich sein, bevor ich in eine Beziehung gehe, etc., 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 etc. Was schwierig ist von einem Geschlecht, was ich abhängig machen muss. Denn ein Mann muss gebraucht werden, nicht gewollt werden. Und wenn du sagst, ich brauche jemanden in meinem Leben, dann geht das natürlich einher mit einer gewissen Abhängigkeit. Du musst als Frau dich von einem Mann abhängig machen, sonst funktioniert das nicht. Und da, und da seht ihr übrigens, wie wichtig es ist für eine Frau, eine richtige Entscheidung zu treffen, gut auszuwählen, mit wem sie sich... Wer es runterbrechen sogar mit wem sie in die kiste springt mit wem sie sex hat weil es hat konsequenzen und wenn sie eine schlechte wahl trifft dann macht sie sich von jemandem abhängig der ihr dann wahrscheinlich danach das leben zur hölle macht und deswegen ist es für eine frau super super wichtig dass sie diese vielen ansprüche hat aber dass sie sich genau überlegt mit welchem mann sie zusammenkommt denn dieser mann hat Verantwortung. Also auch hier, liebe Männer, eine Frau, es kommt ein Mensch, also in dem Fall eine Frau, und geht mit euch eine Beziehung ein. Und ab dem Zeitpunkt, wo ihr sogar sagt, ich möchte führen, weil ich bin der dominante Part, dann habt ihr eine Verantwortung für die Person. Und auch hier übrigens wiederum, das habe ich letzte Woche gesagt, kannst du nicht mit einer Frau zusammenkommen, und dann mit Ende 30, wenn du merkst, puh, mein Sexualmarktwert explodiert gerade, lasse ich sie links liegen und hole mir eine neue. Und zwar eine 20-Jährige. Auch da liegt die Verantwortung. Natürlich in den Schultern, auf den Schultern des Mannes. Dass er, dass, dass er dass sich die Frau von, ihr, von ihm äh, abhängig gemacht hat und dass er natürlich sie entsprechend auch gut behandeln muss. Ihr Wohl sorgen muss, sie schützen muss. Und so weiter und so fort. Also, bevor jetzt einige Frauen sagen, was ich schon oft gehört habe, ich mache mich doch nicht abhängig von dem Mann, das stimmt. Wenn es aber der richtige Mann ist und du eine richtige Entscheidung triffst, dann willst du dich abhängig machen. Dann ist es nötig. Aber dann hast du dich von jemand abhängig gemacht, wo du weißt, der geht mit dir gut um. Dem kannst du vertrauen. Der wird dich beschützen, der ist für dich da. Wenn die Kacke gegen den Ventilator fliegt, weißt du, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Wenn du aber nicht mit so jemandem zusammen bist, dann ist verständlich, dass du sagen wirst, ich mache mich doch nicht abhängig von dem Affen, mit dem ich hier gerade zusammen bin. Entschuldigung, was ist das denn? Weil du weißt, du gehst den Bach runter, wenn du dich von dem abhängig machst. Ihr merkt, das eine führt zum anderen. Aber es ist halt schwierig, wenn du natürlich in einer Welt aufwächst, wo es heißt, Mach dich nicht von einem Mann abhängig. Darfst du auch nicht, weil, weil wir dürfen Männer nicht vertrauen. Denn meine Frage wäre jetzt, warum sollte sich eine Frau nicht von einem Mann abhängig machen, wenn doch dieser Mann weiß, wie man verantwortungsvoll mit sowas umgeht? Also obliegt es natürlich dann in der Verantwortung der Frau, eine richtige Wahl zu treffen. Tut man aber nicht, weil man ja heutzutage mit jedem schläft, sozusagen, theoretisch. Einige da draußen. Und das eine Problem führt natürlich dann zum anderen. Und dann, und dann sind wir da, wo wir halt heutzutage sind. Nämlich die Frauen beschweren sich, dass es keine guten Männer mehr gibt, alle Männer sind Weicheier. Und wenn sie keine Weicheier sind, aber die Frauen dann extrem empowered sind und unabhängig, dann wollen sie ähm, gleich sein und sie wollen auch äh, führen und sie lassen sich nicht führen, sie wollen ja nicht devot sein und der soll aber auch den ganzen Blödsinn ertragen, den ich mitbringe, bla 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 bla. Aber wie ich ja schon oder, oder wie wir ja schon festgestellt haben oder wie auch generell diese Frauen feststellen, Männer, die die Wahl haben, geben sich den Blödsinn nicht. Die sagen, was? Independent, unabhängig? Oh, sorry, kein Bock auf so einen Scheiß. Nerv mich nicht, so eine Scheiße. Kopfschmerzen. Warum? Weil ein Mann möchte Status und ein Mann möchte das Tor für die Frau in der Welt sein. Und mit einer Frau, wo du auf Augenhöhe bist, der du nichts zeigen kannst, das gibt dem Mann leider nichts. Es gibt nichts Schöneres für einen Mann, mit einer Frau zusammen zu sein, äh, wenn er ihr die Welt zeigen kann. Wenn sie durch ihn äh, vieles erfährt, lernt, sieht, erlebt. Deswegen sagt man ja auch, der Mann geht seinen Weg, der Mann gibt die Führung an und die Frau entscheidet, ob sie mitgehen möchte, weil er Werte mitbringt oder weil er Ansichten hat. Die sie auch gut findet und sagt, okay, auf dieses Boot springe ich auf und fahre damit. Weil das gut ist. Weil erlebe ich was. Aber wenn du als Frau halt schon vieles erlebt hast, dann springst du nicht auf das Boot auf. Oder du springst auf und sagst, boah, langweilig. Ja, jetzt fahren wir in die USA. Der war noch nie da, der freut sich wie ein, wie, 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 wie ein was weiß ich, wie ein, wie ein Küken. Ich war schon siebenmal in den USA. Boah, ist das langweilig. Für einen Mann nicht. Der sagt sich, ich, ich fahre jetzt zum zehnten Mal in die USA, aber sie war noch nie da. Und sie freut sich und sie findet es geil. Und das freut mich auch und das finde ich auch geil. Weil so Männer einfach funktionieren. Friends. With benefits. Okay, hat jemand eine Frage? Ich quatsche hier schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Spiro oder Spiros? Äh, kommt drauf an. Auf Griechisch ohne S, wenn du mich direkt ansprichst. Auf Deutsch immer mit S. Ähm, wo? Ach ja. Findest du, man sollte Frauen in seinem Umfeld über sowas bzw. über die Red Pill aufklären? Und wie würdest du es am besten machen? Nein, 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 nein. Habe ich hier irgendwas? Nein, nein, oh nein bitte nicht Also ganz kurzer Abstecher zum Thema Red Pill oder generell mit anderen Menschen über solche Thematiken sprechen. Ich gebe euch einen Tipp. Redet mit anderen Menschen nicht über sowas. Es sei denn, es sei denn es liegt ein grundlegendes Problem und sie sprechen euch drauf an, dann ja. Ansonsten werdet ihr auf ähm, Abneigung, auf Wände stoßen, auf Leute, die euch sagen, das ist doch Blödsinn, bla bla bla. Das, das, ist, das ist verlorene Zeit. Spricht nicht darüber. In, in meinem privaten Umfeld unterhalte ich mich auch nicht über sowas. Mit, mit, okay, mit meinen Freunden schon, das ist wieder was anderes, weil die sich auch in der Thematik auskennen. Aber wenn ich, also wenn ich Frauen kennenlerne, und ich sehe da gewisse sachen wo ich sage, so, pff, glaubt ihr wirklich? ich spreche dir darauf an oder sag hier also. in zehn jahren könnte das problematisch werden. interessiert mich nicht. ich beschäftige mich auch nicht damit. juckt mich nicht, was interessiert mich das? das ist nicht mein problem. deswegen... Wenn wenn ihr in, in, im, im privaten Umfeld Menschen habt, die dann wirklich auf, vor gewissen Problemen stehen und sie vielleicht nach eurem Rat fragen, könnt ihr gerne ihnen das so hinwerfen. Ansonsten beteil, ich würde es euch sogar raten, beteiligt euch nicht in solchen Diskussionen. Das ist so ihr redet gegen Wände und, und denkt dran, irgendwann wird es emotional und ab dem Zeitpunkt, wo es emotional wird Machen Diskussionen keinen Sinn mehr. Weil dann geht es um Emotionen. Und Emotionen haben nichts mit der Realität zu tun. Deswegen lasst es, sprich nur mit denen darüber, die sich mit der Thematik auch beschäftigen. Oder sprich mit denen, die wirklich danach fragen. Also, wenn ich, wenn ich eine Frau kennenlerne und sie fragt mich dann direkt wegen eines Problems, dann sage ich was dazu. Aber ansonsten, ich halte mich da raus. Das sind, ich möchte mich auch nicht damit privat beschäftigen. Das, das interessiert mich alles nicht. Ich mache mir mein Bild, also wenn wir jetzt über Dating sprechen, und fertig. Ich, mache meine, ich, ich ziehe meine Rückschlüsse und fertig. Der Rest interessiert mich nicht. Ich konfrontiere auch nicht damit die Person. Juckt mich nicht. Es ist schon schlimm genug, dass ich hier mich, <laughs> mich mit euch rumschlagen muss. <laughs> Oder mit denen, die, die mich hassen sozusagen. Aber ansonsten, lasst das mit dem privaten... Das, äh, man kann nur Menschen helfen, wenn sie, wenn überhaupt, kann man nur Menschen helfen, wenn sie direkt danach fragen. Also wenn sie kommen und sagen, hey, kannst mir vielleicht helfen. Ansonsten ungefragt werdet ihr immer nur, nur Negatives erleben, meistens zumindest. Außer natürlich sind so beste Kumpels. Ne? Vielleicht kann man da so ein bisschen andocken, aber wenn ihr merkt, so boah, da ist schon da ist schon ein krasser Widerstand, nur wenn ich so zwei Brocken hinwerfe. Scheiß drauf, sagt einfach, ja, okay, ja, kann man auch so machen, ja, natürlich, selbstverständlich. Und dann, wenn sie auf die Fresse fallen, dann kommen sie und dann sind sie auch offen für bestimmte andere Sachen. Warum stehen manche Frauen deiner Meinung nach auf Loser, die nichts im Leben erreicht haben? So, jetzt wäre die Frage, was, was meinst du denn mit Loser und nichts im Leben erreicht haben? Wenn wir über Alphas sprechen dann ist das Wort Alpha ein reiner Containerbegriff. Das bedeutet, das ist wie so, wie so ein hier, so ein Gefäß, okay? Damit ihr es versteht. Die Frau nimmt dieses Gefäß und sagt, das finde ich interessant, das finde ich interessant, das finde ich anziehend, das finde ich anziehend, Alpha. Das muss niemand sein, der Dicke Kohle macht. Das, das kann auch jemand sein, der einfach einen 400-Euro-Job bei sonst irgendwas hat. Und aber, aber er bringt andere Sachen mit, die sie mega heiß findet. Sei es vom Aussehen her oder auch von seinem charakterlichen, von seinem Verhalten. Und wenn dich das dann als Frau triggert, dann bist du dann hinterher. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gab ähm, bei Richard Cooper, dieser Entrepreneurs in Cars, der auch dieses Buch äh, Alpha and Pluck geschrieben hat hat man eine, einen Typ angerufen und hatte eine Frage. Der Typ ist, ähm, war mit seiner Freundin zwei Jahre zusammen, der ist mit ihr irgendwo nach Europa gezogen, das war so ein Russe, glaube ich. Der hat einen richtig guten Job, der war so Informatiker, hat richtig gutes Geld gemacht, der hat, hat für sie ein Haus gekauft. Ähm, die konnte sich alles leisten, was sie wollte, also richtig geiles Leben. Nach zwei Jahren verlässt sie ihn. Und rennt wieder zu ihrem Ex-Freund zurück. Alpha Widow Wipes, ne? Der Ex-Freund ist so einer, der kifft den ganzen Tag, sitzt zu Hause rum, hat so einen 0815-Job und vor allem, der nimmt auch noch Geld von ihr. Das heißt also, sie hat ihm dann seine Rechnungen gezahlt, etc. Und da stand und hat dann so gemeint: Ja, ähm, ich verstehe das nicht. Wie kann sie zu so einem Loser zurückgehen, der keinen richtigen Job hat, der nichts aus seinem Leben macht, der auch noch sie beklaut, also im Sinne von, der leiht sich Geld die ganze Zeit von ihr, verstehe ich nicht. Und das ist halt der Punkt. Weil du natürlich als Mann versuchst es rational zu sehen. Du sagst, okay, Frauen stehen auf, äh, auf Status, auf Game, auf Aussehen. Ich sehe gut aus, habe einen guten Body, ich verdiene richtig gutes Geld, ich bin auch so ein lustiges Kerlchen. Also eigentlich müsste sie mich lieben. Aber denk dran, Frauen lassen sich nicht rational bekehren oder du kannst Frauen nicht dazu bringen, sie äh, von dir, äh, sich von dir überzeugen zu lassen. Frauen hassen solche Männer. Es gibt nichts Schlimmeres für eine Frau, wenn sie einen Typ trifft, der ihr sagt, ey, du guck mal, ich bin eigentlich der perfekte Mann für dich. Ich habe Geld, ich habe einen guten Body, ich bin ein geiler Charakter. Heirate mich. Krieg gleich Kinder von mir. Das sind so Typen, die Frauen würden gerne am liebsten solche Typen in die Fresse boxen, sofort. Und das ist der Grund. Weil jede Frau im Endeffekt für sich von irgendwas getriggert wird oder angezogen wird, wo du vielleicht als Mann sagst, verstehe ich nicht. Der sieht nicht gut aus. Oder das ist doch jemand, der verdient nur 1500 Netto und ich verdiene 5,8. Wie kann sie denn nur geil finden? Und so weiter und so fort. Und deswegen fühlen sie sich von Losern. Angezogen. Für sie sind es aber keine Loser, weil sie etwas mitbringen, was sie halt konkret anziehend finden. Ob es jetzt natürlich etwas ist, was ähm, was objektiv was Positives ist, oder ob sie nur von irgendwelchen Kindheitsmustern getriggert werden und deswegen dahinterher sind, weil der Vater Narzisst war oder die Mutter toxisch war. Und dieser Typ einfach ein Arsch ist und mega Narzisst und sie jeden Tag durch die Wohnung prügelt, sie aber trotzdem immer wieder, immer wieder zu ihm zurückrennt, ist irrelevant. Du darfst aber halt nicht so sehen nach dem Motto, ich, ich mache hier so einen Schwanzvergleich und merke, ey, mein Ding ist 10 Zentimeter größer, ich weiß gar nicht, was sie von dem Typen will. So, so funktionieren Frauen nicht. Ob es jetzt am Selbst, also ob es jetzt am Selbstwert liegt oder an irgendwas anderem, ist, ist egal. Beschäftigt euch nicht mit sowas. Das ist verlorene Zeit. Versucht nicht andere Menschen zu analysieren, warum jetzt so, ja, warum, warum steht sie jetzt auf ihn oder warum ist jetzt wieder zu ihrem Ex-Freund zurückgerannt oder was. Scheiß drauf. Es ist halt, wie es ist. Da ist halt irgendwas, was sie anzieht, dem sie sich nicht, ähm, dem sie nicht entgehen kann dem sie nicht ausweichen kann, das sie nicht vergessen kann, also rennt sie immer wieder zurück. Ob der andere ihr gut tut oder nicht, irrelevant. Denkt dran, Frauen sind emotionale Wesen. Sie hocken sich nicht hin und sagen, ja, der verdient gutes Geld und gute Body und auch nette Persönlichkeit. Ha, ich liebe ihn. No, so funktioniert das nicht. Machst du auch bald vielleicht Analyse von einer Take-Me-Out-Folge? Ich, ich kann leider keine Analysen oder Reactions-Videos zu Sachen machen, die im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. Da, da werde ich sofort gesperrt von YouTube. Haben wir schon mal gemacht, ein, zwei, einmal glaube ich. Da haben wir vom WDR oder von irgendwas haben wir uns so ein Dating-Ding angeschaut, so eine Doku übers Dating. Es, nee, oder war es sogar zweimal? Egal. Und das Video wurde, das live wurde unterbrochen, mittendrin zweimal. Weil ich äh, gegen die Urheberrechte verstoßen habe. Und dann seht ihr, dann seht ihr einen schwarzen Bildschirm und das Live wird unterbrochen. Deswegen kann ich das, also ich würde gerne so Sachen machen, auch so von Love Island oder Paradise Island oder wie auch diese ganzen Dinge heißen. Ich kann es aber nicht. Weil sobald ich hier irgendwas einblende oder abspiele, was äh, von irgendwelchen öffentlichen. Also sogar wenn die Dinge auf YouTube hochgeladen werden. YouTube erkennt das. Und die sperren dann sofort, also die sperren nicht meinen Channel, aber das Live wird dann unterbrochen und ich kann das live nicht weiterführen. Deswegen geht das nicht. Das wäre dann, ja, also es passiert nichts mit meiner Sa also mit meinem Channel passiert nichts, ich bekomme auch keinen Strike. Außer natürlich, die Sender sehen das. das ist, dann können die mich auch striken. Das ist dann auch schlecht. Aber generell wird es nicht ausgestrahlt. Ihr, ihr seht dann einfach einen schwarzen Bildschirm und ich bin dann weg für ein paar Sekunden, bis ich das wegmache und dann werde ich wieder freigeschaltet für das Live. Also sprich, dann, dann wartet ihr ein bisschen und nach zwei, drei Minuten bin ich dann wieder, seht ihr mich wieder. Deswegen kann ich das leider, leider nicht machen. Funktioniert leider nicht, sorry. Auch wenn man da wirklich tausend Sachen, das wäre dann wirklich auf jeden Fall lustig. Aber geht nichts. Ja, also ich könnte das auf andere Seiten machen, das stimmt. Äh. Aber momentan, ja, mal gucken. Too hard to handle. Kennt ihr, ähm, wir machen gleich weiter übrigens, aber noch eine Sache. Wenn wir gerade. Too hard to handle, ja. Too hard to handle ist schon nice. Ne? Aber das ist halt so wieder so Armee-Sachen. Ne? Ähm, kennt ihr diese Sendung? Oh, ich habe vergessen, wie die heißt. Die lief mal eine Zeit lang auf... liegt die dann auf äh RTL 2? Auch so eine Dating-Sendung, wo du nackt bist und zuerst wird dir der untere Teil gezeigt, dann der mittlere Teil und dann der Kopf. Kennt ihr das? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Das heißt, da ist eine Frau und da sind dann so fünf Leute und äh, dann geht so eine, so, so, so eine Wand hoch. Also, ich stehe hinter so einer Wand und dann geht so eine Wand hoch und dann, dann sieht sie zuerst mal ihre. Genitalien und muss dann anhand der Genitalien entscheiden, wen sie, wenn sie nicht Adam und Eva, wem sie, äh, wenn sie rausschmeißt. Ja, es wird unzensiert gezeigt. Ach die, ach die Sendung heißt, warte mal ganz kurz. Oh Gott, ja. Warte mal. Kennt ihr das nicht? Das läuft immer. Na Naked Attraction heißt das Googelt mal, das gibt es nicht jetzt. Ja, genau, Naked Attraction. Wer hat es geschrieben? Hier. So, Naked Attraction heißt das. Das lief auch äh, auf RTL 2, aber es gibt auch Folgen nicht aus Deutschland, aber das ist ja wieder so eine Army-Sendung. Die könnt ihr euch auch auf, auf YouTube angucken. Nackte. Ach so, bevor ihr gucken geht, bevor ihr gucken geht, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Es sind keine attraktiven Menschen. Also, also wer denkt, das sind Models oder so? <laughs> also liebe Männer, falls ihr da oder liebe Frauen, falls ihr da einschalten wollt, weil ihr glaubt, da sind irgendwie so too hot to handle Kandidaten, vergisst <laughs> es. Das, 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 das sind keine Menschen. Das sind Menschen, die willst du nicht nackt sehen. <laughs> okay. Weiter geht's. Ich habe noch einige Sachen hier am Start. Ähm, ja, und äh, um wieder aufs eigentliche Thema zurückzukommen: Selbstverständlich müssen natürlich jetzt die Frauen einen Ausweg finden oder, oder besser gesagt, was, wie sie das Beste aus der Situation machen können. Und ähm, was gucken wir uns hier zuerst an? Ach, das hier hatte ich noch. Also, uh, Psychology Today, Psychology Today hat ein uh, Artikel rausgebracht, ah, sogar vom letzten Jahr. Der Aufstieg aller Ermächtigter, Empowered und Alleinstehender Frauen. Was was Frauen von den alleinstehenden einsamen Männern wollen, meine Damen und Herren. Liebe Männer, passt auf, jetzt lernt ihr was fürs Leben. Ach, eigentlich mag ich mag eigentlich das hier besser. So, kann man das nicht schieben? Nein, kann man nicht. Verdammt. So, könnt ihr das lesen? Ja, ihr könnt es lesen. Letzte Woche begann der Beitrag The Rise of the Lonely Single Man von Greg Mattos im Trend zu liegen und ich war begeistert. Als alleinstehende Person in den 30 ern Therapeutin und Autorin, deren Arbeit sich auf Dating und gesunde Beziehungen konzentriert, bin ich dankbar für den Kulturwandel hin zu gesunden Beziehungsstandards, den Ach den Matos in seinem Artikel beschreibt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, alleinstehende Person in den 30ern, deren Arbeit sich auf Dating und gesunde Beziehungen äh, konzentriert. Wie kannst du dich. Wie kannst du, wie kannst du sagen, dass deine Arbeit sich auf Dating und gesunde Beziehungen konzentriert? Wenn du Single bist. Das sagen die immer wieder. Um, sorry, ich wollte. Micha, mein Freund, vielen lieben Dank. Ähm, okay, weiter geht's. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Bis vor kurzem war modernes Dating zumindest in der Cis-Hetero-Welt unausgewogen. Frauen wurden sozial programmiert, um zu glauben, dass ihr Wert und ihr und ihr Wert bedingt sind. Ah, egal. Dass ihr Wert bedingt sind und sich in ihrem Beziehungsstatus widerspiegeln. Ist es das nicht? Medien einschließlich Dating, Selbsthilfeliteratur haben dabei eine große Rolle gespielt und Frauen ermutigt, verschiedene Aspekte ihrer Selbst zu ändern. Persönlichkeit, körperliche Erscheinung, Kommunikationsstil und um für Männer, begehrens, um Männer begehrenswerter zu sein. Übrigens, das ist ganz gut angesprochen hat, dass sie gesagt hat, der Wert der Frau hängt davon ab, ob sie in einer Beziehung ist oder nicht. Und das, wenn wir jetzt Schlussfolgern von den Sachen, die wir vorhin festgestellt haben, stimmt auch. Denn, also warum? Falls du noch nicht ersichtlich ist, wie kannst du, als das Geschlecht, das auf Bindung aus ist, alleine sein, nicht in der Lage sein, einen Mann zu binden, wenn noch das ist das, was dich definiert von der Natur aus als Frau? Also ist es verständlich, dass natürlich, wenn du sagst, ich bin zig Jahrzehnte single, oder ich bin alleine und finde keinen Anschluss. Das heißt, dass du keinen Wert für Männer besitzt und entsprechend keiner mit dir eine Beziehung führen möchte. Selbstverständlich spiegelt das deinen Wert dar. Das ist übrigens auch der Grund, warum vor allem Frauen auf Frauen gucken, die schon 40 sind oder über 40 und erzählen, sie haben noch nie eine Familie gehabt, sie sind seit zig Jahren Single, etc. 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 Dann gucken die komisch. Aus gutem Grund. Weil sie unterbewusst wieder das Signal gesendet wird: wie kann das sein? Wenn du doch die Macht besitzt, einen Mann zu binden, von Natur aus, und es auch möchtest, weil es deine Weiblichkeit verlangt, wie kannst du da ohne Mann sein? Und dann kommt natürlich auch hinzu, was für einen Mann du bindest. Das hatten wir vor, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten mit Kevin Samuels, wo er auch gesagt hat, Dein Wert als Frau wird definiert, ob du überhaupt eine Beziehung hast und was für einen Mann du bindest. Das bestimmt deinen Wert. Was im Übrigen im Umkehrschluss auch für den Mann gilt. Deswegen ist für den Mann auch so wichtig, welche Frau er an seine Seite tut. Vor allem für qualitative Alpha-Männer ist es sehr, sehr wichtig, für wen sie sich entscheiden, am Ende ihr Commitment abzugeben. Für welche Frau sie sich entscheiden, sie als ihre Freundin zu machen und das machen sie nicht bei jeder. Warum? Weil die Welt auf dich herabschaut und andere Männer gucken und sagen, ah, okay, das ist deine Freundin. Was auch immer, ich will jetzt nichts schlimmes sagen. Deswegen ja, dein Wert ist hängt davon ab, ob du binden kannst als Frau. Denn schließlich ist das deine Natur. Aber wie ihr seht, auch hier wird natürlich versucht, auch vom Feminismus, vermehrt das wegzudrücken, den Frauen zu sagen, hey, du bist genauso wertvoll. Was stimmt als Mensch definitiv. Aber darum geht es nicht. Weil wertvoll als Mensch bist du einfach, wenn du bist. Jeder Mensch ist wertvoll. Und darum geht es nicht. Verwechselt bitte nicht das das eine mit dem anderen. In meiner Arbeit habe ich, gesehen, dass, äh, habe ich gesehen, wie sich diese soziale Programmierung immer wieder auf Frauen an ihrem Streben nach Verabredungen und Beziehungen auswirkt. Ja, das ist äh, übrigens auch hier wiederum. Warum ist es Frauen so wichtig, durch diese ganzen sozialen Medien, ist denn so wichtig, äh, Anschluss finden zu wollen, Taktiken zu posten? Oder generell sich über das Datingleben zu beschweren, wenn doch Bindung nicht, nicht so wichtig ist. Wenn es doch egal ist, ob es deinen Wert definiert oder nicht. Sogar diese Frauen wissen selber, dass es problematisch ist, wenn sie keinen Anschluss finden. Deswegen gehen sie doch raus und versuchen sich dann einzureden, dass sie andere Sachen glücklich machen werden. Ja, auf eine bestimmte Art und Weise werden sie dich auch glücklich machen. Freunde, Familie, was, Job. Ähm, Materielle Güter, ja, 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 ja. Aber eine Ebene, die wichtig ist und die du nicht einfach so wegklicken kannst, wie ein Mann zum Beispiel, der sagen kann: Ja, gut, was soll's, ne? Dann ist halt die Frau nicht echt. Da wirst du nicht glücklich werden. Und das wird dich halt immer verfolgen. Deswegen rennen die doch alle so raus und beschweren sich die ganze Zeit, dass sie keinen Anschluss finden. Mm. Äh, wo bin ich stehen geblieben? Also um einen Partner zu finden. Und natürlich führt dieser veraltete Ansatz dazu, dass sich alleinstehende Frauen oft hoffnungslos und machtlos fühlen. Aber es findet eine Verschiebung statt und sie ist spürbar. Und dies ist nicht unbedingt das Ergebnis des Anstiegs der Nutzung von Dating Apps. Da Frauen mehr Rechte erlangt haben und als Männer weitgehend gleichberechtigt anerkannt werden, werden traditionelle Geschlechterrollen und Konstrukte obsolet. In der Vergangenheit brauchten die meisten Frauen Männer für Ressourcen, sie brauchten einen Versorger. Jetzt mit mehr Möglichkeiten haben Frauen mehr Unabhängigkeit und erkennen, dass sie Männer nicht mehr so brauchen wie Frauen in früheren Generationen. Ohne solche hohe Einsätze legen Frauen die Messlatte höher. Wir suchen keinen Anbieter, also keinen Versorger mehr, sondern einen Partner und ein partnerschaftliches Verhältnis. Wir wollen mehr. Richtig, ihr sucht Frauen. Und jetzt kommen zehn Dinge, die Frauen wollen. Erstens, meine Herren, hört zu. Ach, da bin ich. Zehn Dinge, die Frauen wollen. Nummer eins, wir wollen auf Augenhöhe behandelt werden. Nummer zwei, wir wollen uns gesehen und, ge und gehört fühlen. Nummer drei, wir wollen, dass unsere Gefühle respektiert und bestätigt werden. Nummer vier, wir wollen uns sicher und unterstützt fühlen. Nummer fünf, wir mochten möchten unsere Grundwerte mit unseren Partnern teilen. Nummer 6, wir möchten die Flexibilität haben, mehrere Identitäten zu haben, anstatt auf einer Box beschränkt zu sein, zum Beispiel Ehefrau, Mutter, Betreuer. Nummer 7, wir möchten Teil des Gesprächs über das Aushandeln von Rollen und Erwartungen innerhalb der Beziehung sein. Wir wollen produktive und ehrliche Gespräche als Nummer 8 und gesunde Meinungsverschiedenheiten führen. Nummer 9, wir wollen gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Und Nummer 10, wir möchten uns emotional mit unserem Partner verbunden fühlen. Ich übersetze es für euch. Sie wollen, dass du als Mann eine Frau bist. Was übrigens, liebe Männer, auch hier wiederum ein Shittest ist. Ihr glaubt mir nicht? Kein Problem. Mach das. Nimm diese zehn Dinge als Mann und guck mal, ob du eine Frau damit findest, die bei dir bleibt. Frauen werden sich heute mehr denn je ihres innewohnenden Wertes bewusst und sind nicht bereit, sich niederzulassen. Die Erwartungen sind einfach und unkompliziert. <laughs> die Erwartungen sind einfach und unkompliziert. Hoffentlich können die alleinstehenden, einsamen Männer aufstehen. Und da wieder natürlich der Aufschrei, der Fingerzeig. Ey, ihr! Ihr seid schuld. Macht das, was wir wollen. Und dann machen natürlich 80% der Männer das, was sie wollen, denn... Die machen ja alles für Frauen. Und dann kriegen sie trotzdem nichts ab. Warum? Weil es ein Shittest ist. Aber hier übrigens sehr gut auch wiederum geschrieben: ähm, Jetzt mit mehr Möglichkeiten haben Frauen mehr Unabhängigkeit und erkennen, dass sie Männer nicht mehr brauchen. Das, da, das, also da, das, ist, das ist das, worauf es am Ende, wo alles zusammenführt. Das ist das, ist das was die Problematik beschreibt. Du brauchst keinen Mann. Also ist jetzt die Frage, wenn du doch als Frau sagst, die Geschlechterrollen, die Rolle des Mannes war der Versorger und der Beschützer, und jetzt sagst du, du brauchst ihn nicht mehr, warum sollst du dich an jemand, äh, zu jemandem hingezogen fühlen, der jetzt kein Versorger und Beschützer ist? Okay, was ist er denn jetzt dann? Richtig, er ist eine Frau. Und das ist der Punkt. Und deswegen sitzen die dann auf der anderen Seite und sagen, alle Männer sind verweichlicht, alle Männer sind wie Frauen. Ich hätte gerne X, aber nee, eigentlich will ich es nicht. Nee, das, das passt mir jetzt auch nicht. Und das, meine Freunde, ist das Problem, was ihr verstehen müsst. Seid wie Frauen und ihr bekommt Frauen. Ach ja. Und selbstverständlich, und selbstverständlich hat haben natürlich auch in den deutschen Landen. Ähm, diese Thematik äh, Hand und Fuß gefunden. Denn ich habe hier Forever Alone, Fragezeichen, einen sehr schönen Artikel aus Deutschland gefunden. Ich mache den mal ein bisschen größer für euch. Drei einzelne Anzeichen dafür, dass du für immer Single bleibst. Ne? Also sie fangen an, sich so ein bisschen langsam anzupassen. Single für immer. Der Fokus im Leben entscheidet oftmals über den Beziehungsstatus. Uh, Film allein muss nicht sein, doch laut einem Psychologen gibt es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die darauf hinweisen, dass man sich bei der Partnersuche eher schwer als leicht tut und höchstwahrscheinlich immer Single bleiben wird. Psychologe beschäftigen sich mit dem Single-Dasein, fragen aus Au und aussagen, wie triffst du dich schon mit jemandem, wann wirst du endlich sesshaft. Und ich möchte nicht, dass du für den Rest deines Lebens einsam bist. Müssen sich Singles zu Genüge anhören und diese können ziemlich verletzend sein. Auch wenn man sich selbst für ein Leben als Single entscheiden hat. Übrigens, auch hier wiederum, ihr seht, also es wurde hier, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Frauenmagazin ist, aber ist auch egal. Ihr seht, auch hier ist wiederum nur eine Frau abgebildet, die hier einsam und verstörend in die Ferne guckt. Ich sehe keinen Mann. Und diese können ziemlich verletzend sein. Ja, warum wohl? Auch wenn man sich selbst für ein Leben als Single entschieden hat. Nein, du entscheidest dich nicht für ein Leben als Single. Du führst ein Leben als Single. Und die Freiheit und die Ungebundenheit genießt, gibt es viele Menschen, die sich einen Partner wünschen, jedoch keinen finden. Mit diesem unerfüllten Wunsch hat sich der Wissenschaftler Mark Travers auseinandergesetzt und äußert sich gegenüber Psychology Today dass ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale dafür verantwortlich sind. Also drei Merkmale, woran du wahrscheinlich als Frau merkst, dass ähm, du für immer wahrscheinlich Single bleiben wirst. Nummer eins ist, Kinder spielen keine Rolle. Kinderwunsch ist einer der Hauptgründe, warum Beziehungen in die Brüche gehen, beziehungsweise gar nicht erst zustande kommen. Nicht nur bei Frauen, auch bei Männern tickt irgendwann die biologische Uhr und der Wunsch nach einer eigenen Familie wird immer stärker. Ja, mit 60 vielleicht. Hat man sich also gegen dieses Thema entschieden, ist man ab einem gewissen Alter äußerst schwierig, einen Partner um die gleich, mit der gleichen Einstellung zu finden. Übrigens, ich stelle euch hier mal auch also an alle, an alle, die Frage, wenn ihr mit einer Frau oder mit einem Mann keine Familie gründen wollt, ist jetzt meine Frage, warum eine Beziehung eingehen? Warum wollt ihr mit einer Frau eine Beziehung eingehen oder, mit, oder als Frau mit einem Mann, wenn ihr doch keine Kinder wollt? Wozu? Für was? Als Mann kann man die Frage sehr leicht beantworten: Als Mann, der die Wahl hat. Man kann sagen: dann gehe keine Beziehung ein. Dann habe ich F fahre mein Rotationssystem, date nicht exklusiv. Wozu? Wo, warum soll ich mich binden mit einer Frau? Brauche ich nicht. Also wäre jetzt die andere, die Frage auf der anderen Seite: Warum sollte ein Mann mit dir eine Beziehung eingehen als Frau, wenn du keine Kinder haben möchtest? Richtig? Du wirst doch keinen finden. Zumindest keinen qualitativen Mann. Ganz wichtig, weil Alpha-Männer immer Nachwuchs zeugen möchten. Zweitens: Karriere steht an erster Stelle. Gut. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Grundsätzlich ist es, ist es nicht falsch, den Fokus auf den Job zu legen, doch man sollte immer abwägen, wie wichtig die Arbeit am Ende des Tages wirklich ist. Denn bleibt zwischen all den Überstunden am Ende absolut keine Zeit für ein Privatleben, fühlen sich die Partner vernachlässigt und werden schnell flüchten. Da hätten wir übrigens auch unter anderem das Thema äh, Verfügbarkeit für Männer, ganz wichtig. Und da kann es nicht sein, dass du als, als Frau sagst, ja, hier mein Job und hier mein Terminkalender und ich habe jetzt alle zwei Wochen oder ich habe nur... Einmal die Woche Zeit, aber wenn wir es so drehen, wie ich es gerne hätte, da werden 99,9% aller qualitativen Männer sagen, Tschüss, schön für dich, melde dich, wenn du Zeit hast. Und wenn ich dann auch Zeit habe, schauen wir mal. Nummer drei, du fühlst dich am wohlsten, wenn du nicht dazugehörst. In unserer Gesellschaft sind E-Monogamie und das Leben innerhalb der Familie die Norm. Und das funktioniert auch bei den meisten. Aber manche Menschen ziehen es vor, gegen den Strom zu schwimmen und fühlen sich am wohlsten, wenn sie ihre Freiheit auf unkonventionelle Weise ausüben können. Es ist ein Teil ihrer Persönlichkeit und sie finden das super. Wer immer Single ist, gilt das schon fast außergewöhnlich. Die Entscheidung, eine langfristige Beziehung einzugehen oder eine Familie zu gründen, ist eine der größten Entscheidungen, die man in seinem Leben treffen kann. Wenn man genau darüber nachdenkt, was für ein Mensch man ist in Bezug auf Kinderwunsch und Karriere und welche Persönlichkeitsmerkmale einen ausmachen, kann das helfen, für sich herauszufinden, ob das Single-Dasein genau das ist, was man sich für sein Leben wünscht oder ob man daran etwas ändern möchte. Ja, auch hier übrigens, also auch hier nochmal wiederum, ne, damit er versteht: Für einen Mann ist das nicht so ein großes Problem. Als Mann kannst du halt sagen: Okay, dann date ich halt nicht exklusiv. Wozu? Warum soll ich mich binden? Wozu? Ich war gestern im Podcast äh, von Bastian eingeladen und da hat mich der, der das moderiert hat, hat mir eine, also ich habe zu ihm gesagt: Männer brauchen keine Bindung, nur Frauen müssen binden. Deswegen sage ich auch immer, Mann verführt, Frau bindet. Und dann hat er mich gefragt, ja warum denn? Warum, ähm, wieso wieso binden nicht, also warum ist der Mann von Natur aus nicht so, dass er nach Bindung sucht? Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann beantworte mir doch die Frage, warum möchtest du dich als Mann binden? Welchen Vorteil hast du, wenn du dich an eine Frau bindest? Als Mann? Danke. Gar keinen. Ja, ach so, gar keinen. <laughs> ich spoilere schon mal die Antwort. Gar keinen. Außer du entscheidest dich dafür. Okay, das ist wieder was anderes. Aber so ganz emotionslos gesehen, hast du keinen Vorteil. Warum? Du kannst nicht exklusiv daten. Klar, alles hat seine Vor- und Nachteile. Also ihr werdet dann auch bei diesem Podcast sehen, natürlich nicht exklusiv daten, hat natürlich auch immer dann den, den Stress, immer wieder neues, neue Frauen kennenzulernen und immer wieder aufs Neue da ins Dating leben und so weiter. Ist mir schon klar, okay? Aber jetzt mal so ganz emotionslos betrachtet. Als Frau kannst du das nicht sagen. Du würdest es gerne sagen können wollen, weil, weil, weil dann wäre wär Ruhe, dann wäre eigentlich Schicht im Schacht dann würde dich das ganze nicht mehr so stressen dann würdest du nicht immer diese gefühle haben die dir die, die angst machen dass du, dass du alleine bleiben wirst und dass du niemanden binden wirst und, und dass das ähm, unterbewusst dir, dir klar wird ähm, wenn du niemanden bindest dann ah, ist das halt nicht so geil und, und, ne? und so weiter und so fort aber so funktioniert nicht die welt so ungeachtet dessen aber na, Freunde, ich habe heute ganz viele Sachen dabei. <laughs> Kommen wir zum, zum, zum Fundstück der Woche, meine Damen und Herren. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, Frauen versuchen ja immer wieder einen Ausweg zu finden aus dieser Nummer. Denn, denn, es gibt auch Frauen, die trotzdem sagen, hey, ich möchte aber trotzdem Familie gründen oder zumindest Nachwuchs zeugen. Aber, aber, ich finde halt keinen Mann aus unterschiedlichen Gründen. Also. Kommt jetzt Plan B. Und Plan B sagt, I will never depend on a woman, weil ich eine unabhängige Frau bin. I'm freezing my eggs so I can have a baby on my own terms. Bedeutet, ich werde mich niemals auf einen Mann verlassen. Ich friere meine Eizellen ein, damit ich nach meinen eigenen Bedingungen ein Baby bekommen kann. Meine Damen und Herren. Aber vor allem meinen Damen, ach, das ist doch hier ein bisschen... Warte mal ganz kurz. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Wie, wie mache ich das hier nochmal? Äh, Moment, ich schiebe das mal hier ein bisschen. So, Moment, ich muss mal ganz kurz das Bild. Ach, eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ach egal. So, jetzt habt ihr ein bisschen mehr vom Bild und ein bisschen weniger. Oh, ich gehe mal ein bisschen mehr nach hier. Also, die junge Dame hat einen Ausweg gefunden, nämlich ihre eigenen Eizellen einzufrieren, damit sie jederzeit in der Zukunft Kinder bekommen kann nach ihren eigenen Bedingungen. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du lernst als Mann eine Frau kennen, die ist, keine Ahnung, sagen wir mal Anfang 40, wie alt ist die junge Dame hier? 37. Und die sagt zu dir, hey, ist kein Problem. Mach dir keine Sorgen, biologische Uhren und so. Ich habe meine Eizellen eingefroren. <laughs> da kannst du dann deinen Akt vollführen, damit wir Kinder bekommen. Jeder qualitative Alpha-Mann wird sagen: Wow, ja, wow, super, du hast recht. Dann brauche ich mir keine Gedanken mehr wegen Fertilität zu machen. Dann wähle ich halt dich. Natürlich. Stupid. Also die junge Dame hier, wie ihr seht, das ist sie, sieht noch sehr fresh aus für ja, guck mal, kann man nichts sagen. Aber sie ist halt natürlich ein Boss Babe. Amela Smilbegovic 37, eine karriereorientierte orientierte Immobilienmanagerin, Magnatin, oh, Entschuldigung, Immobilienmagnatin, die Ehe und Kindern nie Priorität eingeräumt hat. Allerdings hat sie kürzlich ihren Kinderwunsch verwirklicht und ihre Eizellen eingefroren, damit die Option in den kommenden Jahren zur Verfügung steht. Warum, wenn es doch nicht so wichtig ist? Diese karriereorientierte Feministin hat ihre Eier eingefroren, damit sie ein Baby zu ihren eigenen Bedingungen bekommen kann und sagt, dass sie keinen Mann braucht, um all ihre Träume wahr werden zu lassen. Amela Smalbegovic, 37 ist eine Immobilienmagnatin. Was soll das heißen? Okay. Gibt's wirklich. Naja. Die in Forbes vorgestellt wurde und nie für, für irgendetwas von einem Mann abhängig war. Die in Orlando, Florida, ansässige Geschäftsfrau hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten auf ihre Arbeit konzentriert, was bedeutet, dass Ehe und Babys keine Priorität hatten. Ich denke, mein Hauptmantra. War schon immer die Stärkung der Frauen, der Erfolg von Frauen im Geschäft, sagte glamouröse Girl Boss. Also, was habe ich gesagt? Boss Babe. Gegenüber JamPrime.com. Vielleicht bin ich deshalb 37, nicht verheiratet und sesshaft, weil ich mich die ganze Zeit darauf konzentriert habe, mich zu etablieren. Äh, Moment. Äh, Smile Begovic stellt jedoch kürzlich fest, dass die meisten ihrer Freunde verheiratet waren und Kinder hatten. Und auch ihr Wunsch, Mutter zu werden, war geweckt. Ah, auf einmal. Sie erinnerte sich, während der Pandemie gedacht zu haben: Oh mein Gott, ich bin Ende 30. Ich war so darauf fokussiert, erfolgreich und unabhängig zu sein, dass mir nie aufgefallen ist, dass die biologische Uhr tickt. Ja, fällt ihr auf, wenn es schon zu spät ist. Aber ihr merkt halt vor der Pandemie, also in der Was hat sich in der Pandemie geändert? Sie wurde mit den Sachen konfrontiert oder es gab Zeit, sie damit zu konfrontieren, die sie bis jetzt immer ganz gut weggedrückt hat, weil sie wahrscheinlich mit Arbeit voll war, weil sie immer wahrscheinlich unterwegs war, jedes Wochenende Party, jeden Abend mit Freunden unterwegs. Sie hat also keine Zeit, sich hinzuhocken und sich Gedanken über sich selbst und über ihr Leben zu machen. Und in der Pandemie war sie wahrscheinlich... Forciert das zu tun. Und auf einmal kommen diese Stimmen, die sie unterdrückt hat, die ihr sagen: Hallo. Was ist los hier? Und auf einmal merkt sie so: Hui. Warum ist ihr Arm so behaart? Oh Na äh, egal. Bla 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 Da ist sie übrigens: Das Boss Babe. Independent Women. Wo ist er? Wo ist er? Aber ein bisschen geil ist das schon. Ha! <laughs> also ich bin mir sicher, die hat kein Problem, ne? Männer zu finden. Für ein paar Nächte. Zukünftige alleinziehende Mutter, Fragezeichen, obwohl sie es vorziehen würde, wenn ihr Kind einen großartigen Vater hätte, sei sie durch Konvention eingeschränkt worden, sagt die Geschäftsfrau. Das ist natürlich dann wieder das nächste Problem. Ein Kind, was ohne Vater aufwächst, was ja dann wiederum Männer erschafft, die ja nicht so toll für Frauen in der Zukunft sind. Wie viele andere Frauen hat Smile Begovic während der Pandemie ihre Eizellen eingefroren und hatten um das ehrgeizige Ziel, bis 39 schwanger zu werden? Mit oder ohne Partner in ihrem Leben? Bin ich mal, bin ich mal gespannt, wen sie da findet, der, der diese Nummer mitspielt. Gar keinen. Obwohl sie es vorziehen würde, wenn ihr Kind einen großartigen Vater hätte, sagte Geschäftsfrau, dass sie nie durch Konvention, eingesch dass sie nie durch Konvention eingeschränkt wurde und nichts dagegen hat, eine alleinziehende Mutter zu sein. Ich gehörte nie zu den Mädchen, die es kaum erwarten konnten zu heiraten, sich niederzulassen und Kinder zu bekommen, erklärte sie. Ich weiche von den gesellschaftlichen Normen ab, die sie uns auferlegen und hätte lieber eine loyale, gesunde Partnerschaft. Aber ihr merkt, also auch hier übrigens eine Sache, dass sie sagt, sie hätte gerne eine loyale und gesunde Partnerschaft. Sagt auch sehr, sehr viel darüber aus, mit was für Männer sie sich rumschlagen muss. Also, was für Männer, auf was für Männer sie sich einlässt und was für Männer es sind, die sich mit ihr überhaupt auf irgendeine Art und Weise beschäftigen. Und diese Männer, die weder loyal zu ihr sind, noch eine gesunde Partnerschaft zu ihr pflegen, tun das genau aus diesem Grund, weil sie eine Person ist, wo zu der man nicht loyal sein sollte oder muss, und weil sie jemand ist, die eine gesunde Partnerschaft nicht ertragen kann. Kleiner Lifehack von mir: Wenn ihr auf, äh, im Online-Dating unterwegs seid, liest euch die Profile durch. Frauen verraten sehr, 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 sehr viel über sich und wie bis jetzt ihre Partnerschaften oder ihre Verhaltensweisen gegenüber den Männern waren. Also was für Männer? Auf was für Männer sie sich eingelassen haben und wie die Männer sie behandelt haben. Das heißt, also, wenn, wenn sie das in ihrem Profil drinstehen haben würde, dann heißt das übersetzt: die Typen, die benutzen mich nur für Dump and Pump, also sprich, die schlafen mit mir, aber wollen nicht mit, viel mit, mehr, mit mir zu tun haben. Und wenn sie sich auf mich einlassen, dann sind das irgendwelche toxischen, narzisstischen Typen, die mich wie Dreck behandeln und ich auch noch das Ganze mitmache. Das ist, das ist die Übersetzung davon. Aber warum? Weil ich für mehr nicht wert bin. Das muss ihr halt einfach klar sein. Deswegen findet sie keinen loyalen Typen. Weil, äh, Entschuldigung, welcher Mann sagt sich, oh, wow, das ist eine Frau, bei der man loyal sein kann. Richtig, gar keiner. Obwohl sie es vor, äh, bla bla bla, Entschuldigung. Mmh. Wo waren wir? Ach so, hier. Ich konnte es kaum erwarten, Karriere zu machen. Gegründet. Ich konnte es kaum erwarten, mein eigenes Unternehmen zu haben. Das war meine treibende Kraft, sagt der Immobilienexperte. Das ist nur meine Persönlichkeitseigenschaft. Viele machen zu wollen, viel machen zu wollen, aber es hat Zeit gekostet und man wird irgendwie auf Autopilot geschaltet. Ja, jeder Mann wäre gerne loyal bei so einer Frau an seiner Seite. Selbstverständlich. Ach so, übrigens, auch hier wiederum, ja, auch die Männer, die sehr gerne loyal wären bei ihr, die will sie nicht. Ah, wird ja immer besser. Sie scheint ja übrigens auch sehr loyal zu sein, wie ihr seht. Ne? Thirst Traps ohne Ende. Das, das Schreit nach Loyalität. Uh, Smalbegovic glaubt, dass ihr Hintergrund eine große Rolle bei ihrem Streben nach Eigenständigkeit und ihrem Streben nach Erfolg gespielt hat. Die Schönheit wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren, bevor sie 1994 mit ihrer Familie vor einem brutalen Bürgerkrieg floh. Als Smalbegovic nur mit Kleidern auf dem Rücken in Nordamerika ankam, vermittelten ihr die Eltern von Smalbegovic die Bedeutung von Unabhängigkeit und harter Arbeit. Etwas, was ihr bis heute erhalten geblieben ist. Ne? Also übersetzt heißt das, die Eltern haben sie wie einen Mann behandelt. Im Endeffekt und sie ist am Ende auch ein Mann geworden. Jetzt ist sie eine Top-Managerin in ihrer in Timesharing-Firma, die einen Jahresumsatz von bis zu 40 Millionen US-Dollar erwirtschaftet und kann zuversichtlich für alle zukünftigen Kinder sorgen. Not bad, not bad, Madame. Och, geht ja noch weiter. Okay. In der Hoffnung, innerhalb der nächsten zwei Jahre schwanger zu werden, sagte Malbegovic, dass sie sich als Mutter keine Sorgen machen müsse, dass ihnen das Geld ausgeht und erklärte, alle meine Häuser sind abbezahlt, alle meine Autos sind abbezahlt, Unternehmen, die großartig laufen. Für sie übrigens, also sogar, sogar, also sogar, wenn wir davon ausgehen, okay, sie hätte, ähm, sie würde nicht gewisse Nachteile mitbringen. Die Tatsache, dass sie... So einen krass hohen Status hat, bedeutet nichts anderes, dass für sie, für sie kommen wirklich nur die Top, Top, Top. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Top 5% der Männer auf der Welt in Frage, auf die sie sich einlassen könnte. Also, das sind Männer, die, die mehr als diese 40 Millionen verdienen. Aber diese Männer. <laughs> Sorry die sehen sowas und sagen, ach ne, tut mir leid. Wie sagt immer ein Freund von mir, TÜV abgelaufen, aber schon seit Jahren. <laughs> Weil diese Männer, die wählen die geilen Anfang-20-Jährigen. Ne? Die Top-5% auf der Welt. Wie ich schon mal gesagt habe, ihr werdet keine Frauen sehen auf einer Yacht mit reichen Typen, die unter, die über 30 sind. Es sind immer junge, attraktive 20-Jährige, die auf diesen Yachten rum, rumhüpfen. Und das sind so Frauen wie, wie Fräulein Smalbegovic, die gucken dann vom Strand aus und winken zu vom Weitem. Oder sitzen auf ihrer eigenen Yacht. Ne? Ja, 40 Minuten ist krass. Also wie gesagt, da, da die muss sich mit den Top-Männern auf der Welt rumschlagen, aber die haben halt so viel Auswahl, da geht sie. Also da, da bricht ihr wirklich, allein das Alter bricht ja massivst das Genick. Da ist sie schon über zehn Jahre ist sie schon raus aus dem Datingmarkt. Für diese Männer zumindest. <laughs> äh, die Schönheit schloss letztbewusst. Ich war noch nie für irgendwas mit einem Mann abhängig und werde es auch niemals sein. Ja. Und mit dieser Einstellung wird sie auch niemals einen Mann finden. Wenn wir von den anderen Sachen hinwegschauen, also wenn wir das Alter weglassen und wenn wir die Tatsache weglassen, dass sie einen, einen gewissen Status hat, der in diesem Fall jenseits von gut und böse ist, das wird nichts. Wird so schon nichts. Schwierig. Deswegen so gesehen. Ist natürlich schlau von ihr, da irgendwie sich die Eizellen äh, einfrieren zu lassen. Weil sie ja für die Familie im Endeffekt selber sorgen kann. Wahrscheinlich muss sie auch gar nicht mehr arbeiten gehen, wenn sie ähm, irgendwann Kinder bekommt und sagt, ich will jetzt nur noch Hausmutter sein. Weil sie hatte genug Geld für wahrscheinlich zehn Leben. Und. Ähm ich habe noch zwei Sachen. Ich habe noch zwei Sachen. Eigentlich habe ich drei sogar, aber wir wollen uns natürlich ein bisschen auch angucken, was es für andere Möglichkeiten gibt, wie man natürlich dieses äh, momentane äh, Problem lösen kann. Und äh, da kommen natürlich dann wieder so Sachen wie hier mit... Äh, Selena Gomez, denn Selena Gomez hat sich, hat geheiratet, meine Damen und Herren. Und zwar, Selena Gomez hat sich selbst geheiratet. Man kann nicht nur die Eier einfrieren, jetzt muss man auch gucken, dass man natürlich auch heiratet. Und wenn man keinen Mann heiraten kann, dann heiratet man sich selbst. Und das, das Prozedere heißt Sologamie und liegt im Trend. Ist das noch Selbstliebe oder schon Narzissmus? Vor allem Frauen feiern mit viel Pomp und Kuchen, aber ohne, Gegen ohne Gegenüber. Die sogenannte Selbsthochzeit. Im vergangenen Jahr ist die amerikanische Sängerin und ehemalige Kinderschauspielerin Selena Gomez 30 Jahre alt geworden. Es gab ein großes Fest. Gomez lud ein, um wer für ihre, wer für ihre 20er prägend war. Die Nierenspenderin etwa und die kleine Schwester zu den zahlreichen Namen, die man vom Film Abspann und Plattencovers kennt. Das Model Sarah Delavin brachte Stripper und das Anwesen, auf dem gefeiert wurde, war mit Rosen, roten Rosen dekoriert. Es gab Reden und Cocktails und eine mehrstöckige Torte. Klingt eher nach Hochzeit, denn nach dem runden Geburtstag. In einem Interview mit dem Rolling Stone Magazine erklärte Gomez nun: Ja, das war es auch. Heimlich einen Freund geheiligt. Von dem die Welt bis anhin nichts wusste, hat die 30-Jährige aber nicht. Stattdessen sagte sie Ja zu sich selbst. Ich dachte früher, ich wäre in meinem Alter schon verheiratet, also habe ich mir jetzt einfach selbst eine Hochzeit geschmissen. Wenn die Verzweiflung nur groß genug ist, meine Damen und Herren, findet man immer einen Ausweg. <laughs> The greatest love of all Sologamie nennt man das, wenn Menschen sich selbst heiraten. Spätestens, wenn, man, wenn etwas einen Namen hat, gibt es auch eine Anhängerschaft. Und das und die dazugehörige Gegner. Das musste die 24-jährige bisexuelle Inderin Kesha Bindu erfahren, als auch sie in den sozialen Netzwerken ankündigte, sich selbst zu heiraten. Das indische Internet tobte. Der angefragte Priester und der reservierte Tempel sagten unter dem öffentlichen Druck ab. Schließlich heiratete Bindu Bindu, nee, Bin, Bindu Bindu, Ach, wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler, im Kreise von Freunden und Familie, bei sich zu Hause. Auf Instagram erklärte sie, es ist meine Entscheidung, zu heiraten, wen ich will. Sei das nun ein Mann, eine Frau oder ich selbst. Für sich selbst habe sie sich entschieden, weil sie schon immer eine Braut habe sein wollen, aber nie eine Ehefrau. Das ist die junge Dame. 1986 sang Whitney Houston, Learning to love yourself is the greatest love of all. Nun fast 40 Jahre später findet die Botschaft bei jenen, die Solo Sologamie feiern, neue Resonanz. Oh, <laughs> wenn wen wundert das ja. Ein Ja gegen das Patriarchat. <laughs> Ein Ja gegen das Patriarchat. In einer Dokumentation der BBC erklärte eine Spanierin, die seit elf Jahren glücklich mit sich selbst verheiratet ist, ihre Gelübde regelmäßig erneuert und auch andere Frauen mit sich selbst vermählt hat. Dass die Sologamie dabei helfe, Verantwortung für das eigene Glück zu übernehmen. Ich frage mich dann: Daten die dann auch trotzdem Männer oder was haben die für ein Sexleben? Ge Gehen die dann fremd, wenn sie dann mit einem Mann schlafen? Dadurch unabhängiger zu werden und so auch mit veralteten Rollenbildern zu brechen. Damit sehen viele Sologamistinnen ihren Lebensentwurf auch als Auflehnung gegen das Patriarchat. System, in dem etwa Hausarbeit und Kindererziehung noch immer nicht fair zwischen den Geschlechtern aufgeteilt sein. Ja, natürlich, das patriarchale System. Da ist sich bei der. S ja. Man kann ja mit einem Mann zusammenkommen und davon gibt es sicherlich auch zig, die damit kein Problem haben. Aber auch hier wiederum, die möchte man ja nicht haben. Ne? Da es sich bei der Selbstehe weder von vor dem Gesetz noch irgendeinem Gott um eine tatsächliche Institution handelt, können auch Verheiratete sich selbst heiraten und damit zeigen, dass sie innerhalb einer Beziehung eigenständig bleiben oder es wieder werden wollen. Andererseits können Menschen in Selbstehe Liebe außerhalb des Ichs finden. Vielleicht sogar leichter und besser laut, lautet doch ein Mantra in der Sologamie kreisen, dass man erst sich selbst lieben müsste, bevor man die Liebe auf weitere Personen ausdehnen könne. Tja, ihr merkt schon, ne? Die haben alle ein Selbstliebeproblem. <laughs> Sologamie ist keine neue Erfindung. Sie fand spätestens 2003 Eingang in der Populärkultur. Damals erklärte Carrie Bradshaw, die Protagonistin der Serie Sex in the City, sich selbst zu heiraten. Damit rebellierte sie gegen die Stigmatisierung unverheirateter Frauen und erklärte, man braucht keinen Partner, um zu tun, was einen glücklich mache. Also, wer Sex in the City gesehen hat, äh, der wird auch verstehen, warum sie sich am Ende selbst geheiratet hat, weil sie selber als Frau für die Tonne ist. Also können wir auch hier Rückschlüsse ziehen, dass die Frauen, die sich selber heiraten, aus gutem Grund sich selber heiraten, weil sie keinen Mensch haben möchte. Nicht nur prominente wie Selena Gomez und fiktive Figuren wie Carrie Bradshaw rebellieren mit Hochzeitskitsch gegen Pärchenüberhöhung. Und das tun auch ganz viele andere. Viele ganz normale Frauen. Die meisten sind um die 30 und tauschen sich auch in sozialen Netzwerken aus. Damit versucht man übrigens äh, wieder gegen, dieses, ähm, gegen der Tatsache etwas zu tun, die ja sagt: Okay, wenn, wenn du keinen Anschluss findest, dann hast du halt einfach keinen Wert in der Gesellschaft. Also kann man jetzt sagen: Hey, ich habe mich doch selbst geheiratet. Ich bin doch verheiratet. <laughs> Von der Selbstliebe zur Selbstverliebtheit. Bleibt die Frage, wie sehr die Selbstheirat der Braut tatsächlich befreit. Gomez schmiss sich selbst eine Hochzeitsfete, weil sie noch niemanden gefunden hat, mit dem sie das gemeinsam tun wollte. Sie tut es als Ersatzhandlung und sagt auch, sie wäre offen für eine Beziehung. Ja, wie jetzt? Sie ist doch jetzt verheiratet. Sie kann doch jetzt nicht offen für eine Beziehung sein. Bindu feiert Hochzeit, weil sie bereits als Mädchen zum Traum von Brautsein erzogen worden ist und in sich nicht nehmen lassen will, bloß weil sie keine Lust auf das danach hat. Beide streben also noch immer nach dem alten Ziel. Es wird Frauen seit Jahrhunderten gesteckt. Mach eine gute Partie. Dass bei der Sologamie die gleichen Schienen befahren werden wie bei einer normalen Hochzeit, realisiert langsam auch die dazugehörige Hochzeitsindustrie. Die lassen jetzt bestimmt irgendwas Neues einfallen. Online kann man sich als Sologamie-Pakete Sologamie bestellen. Darin enthalten sind vorgeschriebene Gelübde mit Versprechen, die man sich selbst geben kann. Und ein Ring. Ach ja. Je nach Budget und Geschmack in, in Gold oder Silber. In Mexiko bietet ein Hotel die Merry One-Self-Journey an. Ein viertägiges Wellnessprogramm begleitet von einem Sch Schamanen, an dessen Ende sich der Schleier vor dem eigenen Ich heben soll und man sich für die Ewigkeit mit sich selbst verbindet. Macht Mach doch einfach eine Therapie, was? <laughs> oh Mann. Habt ihr eigentlich das Video geliked? Es sind 180 Leute im Stream ich gehe dann runter, das sind nicht, nicht 100 Likes. Hier, ihr Ninja-Watcher, liked doch mal das Video. Auch die Leute, die den Kanal nicht abonniert ich weiß, haben. Ich weiß, dass Leute am Start sind, die den Kanal nicht abonniert haben und nur da sind, einfach nur mal zu gucken. Like doch wenigstens das Video. Kommt, like das Video. Spätestens, bevor ihr wieder rausgeht. Worte wie Selbstliebe, Selbstwert und Selbstfürsorge haben Konjunktur. Ja, weil viele äh, das nicht haben. Man schaut auf sich selbst, wenn schon die Welt ringsherum aus dem Fugen zu geraten droht. Man feiert sich selbst, zelebriert das Ich und sagt sich los vom Gegenüber. Lose you to love me, sang Gomez bereits 2020. Doch wo hört die Selbstliebe auf und wo beginnt die Selbstverliebtheit, der Narzissmus gar? Wenn in Mode weniger in Mode sind zurzeit Worte wie Selbstkritik. Ob es bald eine Selbstscheidung braucht, um die Fähigkeit zu erlangen? Wenn diese Menschen selbstverliebt wären, okay? Nein. Entschuldigung. Wenn, die, was ich sagen? Wenn diese Menschen Selbstliebe praktizieren würden und sich selbst lieben würden, dann wären sie doch selbstverliebt. Auf einer gewissen Art und Weise. Also was, jetzt, was ist das für eine Frage? Was ist der Unterschied? Sind sie aber nicht. Denn denk dran, der Wert wird definiert durch Sachen, die du in deinem Leben machst. Okay? Du kannst als Mensch dich nicht hinstellen, in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich liebe mich selber, weil ich so ein toller Mensch bin. Ich bin ein wertvoller Mensch. Denn dann wird dein Unterbewusstsein fragen, okay, warum? Wie zeigt sich das? Ah, gar nicht. Du laberst nur die ganze Zeit. Ja, dann. Ähm, ja. Und äh, Selbstheirat ist eine Nummer, aber meine Damen und Herren, es gibt natürlich auch noch andere sehr, sehr interessante Sachen. Denn man kann sich nicht nur selbst heiraten, sondern man kann sich auch dazu entschließen, einfach mit, platonischen, mit seiner platonischen Freundin zusammenzuziehen. Denn man braucht, ja keine <laughs> man braucht ja keine Männer mehr. Ach ja, sehr schön. I moved in with my platonic soulmate after divorce. You don't need man. Oh, das ist sogar von diesem Jahr. Januar 23. So, die junge Dame hat also, nachdem sie... Nachdem mal wieder einer ihrer Beziehungen gescheitert ist, sich entschieden, okay, das kann nicht so weitergehen. Es kann nicht sein, dass ich Männer in meinem Leben brauche. Also muss ich jetzt was Neues finden, um irgendwie endlich mal glücklich zu werden. Es kann ja nicht sein, dass mein Glück abhängig von Männern ist. Warum kann es nicht sein, dass mein Glück abhängig von Männern ist? Weil ich ja keinen anständigen Mann finde, geschweige denn einen binden kann oder in der Lage bin so auszusortieren, dass ein anständiger Mann am Ende übrig bleibt, damit ich merke, dass ich endlich einen gewissen Wert habe. deswegen heulen die rum. Es führt immer wieder es, es führt immer wieder zum selben Ergebnis zurück. So Adriana Diaz äh, hat das hier geschrieben und ähm, hier ist noch mal so ein Video. Äh nein, das ist falsch. Ah, hier ist das Video. Sekunde, kann man das größer machen? Ah hier. Also, das ist das Video von dieser jungen Dame. War es wahrscheinlich ein TikTok Reel, das sie gemacht hat. Ah. Lass mich kurz vorlesen. Dating after divorce looks a whole lot like me and my best friend taking each other on the fancy dates that we always deserved, but never got in our marriages. Endlich bekomme ich das, was ich verdiene, was ich nicht in meiner Ehe bekommen habe. Single. Life. Ever. I marry you. Okay. Frauen. okay. Ähm, wenn ein guter Mann schwer zu finden ist, hören Sie auf zu suchen. Die besten Freundinnen Marissa Baker 30 und Patty Kulak 27 sagen, sie seien platonische Seelenverwandte und bestehen darauf, dass sie keinen Mann brauchen, um glücklich zu sein. Mal sehen, wie lange <laughs> sie noch auf diesen Zug fahren werden. Das Paar aus Naples, Florida, traf sich am Neujahrstag 2021 auf Bakers Geburtstagsfeier, als sie bemerkte, dass Kulak am Boden zerstört zu sein schien. Kulak öffnete sich Baker sofort und enthüllte, dass sie und ihr Mann kürzlich beschlossen hatten, sich zu trennen. Kulak sehnte sich nach einem starken Unterstützungssystem, um die schwierige Zeit zu bewältigen, und Baker schwor, diese Person zu sein. Sie hat mich mit offenen Armen empfangen, sagte Kulak. Dieses Mädchen, das eigentlich nur meinen Mann kannte, äh, war die unterstützende Person, die ich mir, die ich mir je hätte vorstellen können. Ein paar Monate später erlebte Baker ihre eigene Scheidung und sie stützte sich auf Culek. Marissa hat sich sechs Monate lang jeden Tag bei mir gemeldet, sagte Culek, Und dann kam die sechs Monatsmarke und sie fragte, ob, mir, ob es mir gut gehe. Und ich sagte ja und sie sagte, nun, das bin ich nicht. Was? Ich fragte, was los sei und sie sagte, ich lasse mich zum zweiten Mal scheiden, darf ich einziehen. Ich sagte ja und seitdem sind wir uns Erzählte Kyleck von ihrer... Einfachen Entscheidungen. Am Ende des Monats waren sie Mitbewohner und verband schnell ihre Leidenschaft für Positivität und persönliche Entwicklung. Wir haben sehr schnell gemerkt, wie ähnlich wir uns sind, schwerbende Baker. Wir wollen auf unserem Balkon sitzen, Tee trinken und den Sonnenuntergang beobachten und wir wollen spätestens um 20.30 Uhr im Bett sein, weil wir um 4 Uhr morgens aufstehen und am nächsten Tag arbeiten gehen. Wir haben so eine gute Verbindung über etwas aufgebaut. Das als so hässlich angesehen werden kann, fügte sie hinzu. Laut Baker fühlen sich die Frauen wie Ehefrauen und in ihrer aktuellen Beziehung mehr respektiert als je zuvor mit ihrem Ex-Mann. Glaubt ihr, die haben auch Sex? <laughs> es, ist <laughs> es ist wild. Unsere ganze Beziehung war sehr einfach, sagte Baker, der nur das Wort sagen muss und Kulak sagt, Boom, verstanden, führte sie aus. Deswegen nennen wir uns scherzhaft platonische Lebenspartner, denn was. Auch immer das Universum tut, wir helfen uns einfach gegenseitig, es herauszufinden. Und es macht so viel Spaß. Wartet nur ab, wartet nur ab, sage ich, bis ein, Je also, für eine der beiden ein Alphamann in das Leben tritt. <laughs> Dann gucken wir noch, wie gut, wie, wie, wie lange noch diese Freundschaft anhalten wird. Trotz ihrer kosmetischen kosmischen Verbindungen besteht Baker darauf, dass ihre Beziehung ausschließlich auf einer emotionalen Verbindung basiert. Wenn ich mir einen Ehemann aussuchen könnte, würde ich Patty in männlicher Form wollen, scherzte sie. Aber sie fühlen sich nicht zueinander hingezogen. Ah ja, damit hätte sie die Frage auch erledigt. Sie räumte jedoch ein, dass ihre enge Bindung möglicherweise eine wirklich hohe Messlatte für romantische Aktivitäten gesetzt habe. Eine Sache, die Baker für ihre zukünftigen Beziehungen bemerkt hat, ist, dass sie es liebt, wie direkt Kulak ist. Ich muss nie raten, was sie denkt. Ich werde es wissen, sie wird es mir sagen. Sie hat kein Problem damit zu sagen, worüber sie glücklich ist und was nicht, sagte Baker. Ich glaube wirklich, dass ich in einer sicheren Beziehung zu Patty bin, fuhr sie fort. Ich werde nie manipuliert, ich muss nie befürchten, dass sie etwas über mich denkt, was ich nicht weiß. Jetzt blicken die, Geschichten, die Geschiedenen auf die vergangenen anderthalb Jahre zurück, dankbar für die Zeit, gemeinsam an sich zu arbeiten und den neuen Lebensabschnitt zu erkunden. geht weiter. Ach. Die Kommunikation und Akzeptanz ist eine schöne Umgebung, sagte Baker. Laut Recherchen könnten diese Besties den Code geknackt haben. Paul Dolan, Professor für Verhaltenswissenschaften an der London School of Economics, fand heraus, dass unverheiratete und kinderlose Frauen die glücklichste Untergruppe der Bevölkerung sind. Wir haben einige gute Längs Schnittdaten, die diese Leute im Laufe der Zeit verfolgen, aber ich werde diese Wissenschaft einer großen Bärendienst erweisen und einfach sagen: Wenn sie ein Mann sind, sollten sie wahrscheinlich heiraten. Wenn sie eine Frau sind, machen sie sich keine Sorgen, sagte er. Die Hypothese von Küller und Baker ist also wahr: Du brauchst keinen Mann, um glücklich zu sein. Ja, ja, Redet euch das weiter ein. Spätestens wenn ihr 40 seid, kommen dann die anderen Töne. Ach, Ladies and Gentlemen, so sieht's aus. Es ist schwierig, es bleibt schwierig und es wird schwierig bleiben. Ah, übrigens, das gilt auch für die Frauen. Ich weiß nicht, ob ich es schon vorhin gesagt habe. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Das gilt übrigens auch für die Frauen, die sagen so: äh, nee, 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 ich habe keinen Bock auf sowas, auf dieses Ganze. Nee, nee, nee. Ich bin eigentlich. XY und ich bringe auch XY mit und ich möchte Werte und 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 und. Ne? Das, was funktioniert, auch diese Frauen werden mitleiden. Denn denkt dran, auch Männer passen sich an. Auch die 20 Prozent der Männer, die jede Frau haben möchte, die jetzt frei sind, werden sich auch die Frage stellen, Warum soll ich heiraten? Warum soll ich bleiben? Warum soll ich in die Beziehung eingehen? Brauche ich nicht. Die Welt hat sich geändert. Ich bleibe nicht auf der Strecke. Es gibt keinen Grund, ewig bei einer Frau zu bleiben, egal was sie mitbringt. Das heißt, ihr, also die Frauen, die jetzt sagen, ich finde dieses ganze feministische Zeug Blödsinn und da habe ich keinen Bock drauf und ich möchte eigentlich was anderes und die Sachen, die du hier gezeigt hast, Katastrophe. Ja, also Frauen, die komplett lost sind, ja, aber ihr werdet auch dafür bezahlen. Denn nochmal, es ist frei. Und der Markt beschränkt sich dann bei den Frauen auf die Männer, die alle Frauen haben wollen. Und die Männer werden nicht sagen, ha, dann nehme ich mir halt die, die ich haben möchte und fertig. Sondern die werden natürlich auch irgendwann sagen, ich, wozu soll ich Commitment abgeben? Ist doch scheißegal, interessiert mich nicht. Ich habe ich hab viel Auswahl, ich habe freie Auswahl. Ich kann nehmen, was ich möchte. Warum soll ich, warum soll ich bleiben? Egal, also nochmal, egal was die Frau mitbringt. Es gibt keinen Grund. Ähm, langfristig als super attraktiver Mann sich zu binden. Deswegen für jeden, das, das ist eine Sache, die betrifft jeden. Aber Frauen leiden generell und werden auch generell mehr darunter leiden. Frauen müssen irgendwelche ähm, Taktiken entwickeln, um daraus aus dieser Sache etwas Positives zu schöpfen. Um aus dieser Sache, um, um, um irgendwie, ihr, ihr merkt ja, in jedem der Texte, die wir gelesen haben, geht es immer um glücklich sein. Wie kann ich alleine glücklich sein? In jedem der Texte, egal welche Auswege gefunden wurden, egal welche Ideen sie hatten, es ging immer nur darum, wie kann ich damit glücklich sein? Was kann ich tun, damit ich nicht, also, was kann ich tun, damit das, was mich eigentlich glücklich macht, was ich nicht mehr bekommen werde oder nicht mehr bekommen kann oder nur sch sehr schwer bekommen kann und was mich am Ende glücklich gemacht hätte, auf einer gewissen Art und Weise, wie kann ich es jetzt ersetzen durch was anderes, damit ich glücklich werde? Damit ich mich wieder lieben kann, damit ich in den Spiegel gucken kann und sagen kann, Hey, du bist eine lebenswerte Person, weil du jetzt das und das und das machst und das macht dich glücklich. Das ist ja der Ausweg, den sie versuchen zu finden. Und für die Frau ist das viel, 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 viel wichtiger und viel schwieriger als für den Mann. Der Ausweg des Mannes, um glücklich zu sein, ist Erfolg. Als Mann bist du ein Leistungsobjekt. Das heißt, das heißt, solange du als Mann Leistung erbringst, ist es kein Problem mit dem Alleine sein, glücklich sein. Denn Leistung ergibt Status. Und Status ergibt Attraktivität. Und Attraktivität ergibt Frauen. Und dein Problem hat sich erledigt. Du brauchst nicht heiraten, Familie zu gründen, etc. 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 Theoretisch. Ne? Also wie gesagt, natürlich Familie gründen ist auch so ein Ding. Wobei Familie gründen, da geht es wieder um Nachwuchszeugen. Und theoretisch kannst du auch sagen als Mann, oh gut, ich zeuge Nachwuchs... Ich sorge dafür, dass ich Nachwuchs zeuge und dann sorge ich dafür, dass, dass, dass irgendwelche Betas an den Start sind, die, die, kind-, die für meine Kinder aufkommen. Und das ist für dich als Mann der perfekte Deal. Setz Kinder auf die Welt und dann guckst du, dass irgendwelche 80% sich um deine Kinder kümmern und die versorgen und dafür zahlen. Und du gehst halt deinen Weg weiter. Na, so, böse gesagt jetzt. Und für den Mann gibt es halt, findest du sehr, sehr schnell irgendwelche Lösungswege, die ihn am Ende glücklich machen. Für Frauen ist es halt leider nicht so einfach. Und je unabhängiger du bist als Frau, je höher dein Status ist, umso schwieriger jemanden halt zu finden, den du halt gerne haben möchtest. Und das einzige, das einzige realistische, was dir bleibt, ist einfach von dem zu wählen, was du halt als Auswahl hast. Denn du hast Auswahl. Und, und, und die einzige Lösung, für all das Problem, was diese Frauen haben, ist aus ihrer Auswahl jemanden zu wählen und damit glücklich zu sein. Und damit würden sich ihre Probleme komplett auflösen, von heute auf morgen. Die hätten sie nicht mehr. Du hast eine gewisse Auswahl, wähl einfach aus. Da sind genug, die dich haben möchten. Egal wer du bist, ob du. Diese eine 37-Jährige, die 40 Millionen auf dem Konto hat oder Umsatz im Jahr macht, bist, oder ob du Selena Gomez bist und 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 und. Ist doch egal. Es gibt zig Männer, die dich haben möchten. Und vor allem, wenn du noch attraktiv bist. Auch das Alter spielt keine Rolle. Es gibt Männer, die haben kein Problem damit. Die sagen, hey, es ist doch kein Problem. Wenn du heiß aussiehst, dann ist es egal, ob du 30, 40, 50 bist. Ich nehme dich auch gerne. Ich möchte auch, ich würde auch gerne mit dir. Wenn du keine Familie willst, halt keine Ahnung, zusammen sein und dir alles das geben, was du haben möchtest, was dir wichtig in einer Beziehung ist. Und damit löst du das Problem ganz einfach. Und dann musst du dich auch nicht beschweren. Und dann hast du das, was du eigentlich wolltest. Aber da werden wir wieder beim Thema Ansprüche und Ansprüche runterfahren. Und das ist halt für die meisten Frauen sehr, sehr schwierig. Bis gar unmöglich. Und, und manchmal reicht es nicht, die Ansprüche so ein bisschen runterzufahren. Also, also eins, zwei Sachen kann ich... Ähm, auf eins, zwei Sachen kann ich verzichten. Nee. Kannst du auf 80% verzichten deine Ansprüche? 50%? 90%? Dann reden wir weiter. Aber 10, 20% keine Chance. 30% keine Chance. 40% keine Chance. 50% je nachdem, wie alt du bist. 28. Zeit. Time to sale. Und ab 30. 50%. Wenn du also mit 30 schon 50% deiner Ansprüche senken musst als Frau, um noch ein um schnell Anschluss zu finden, dann könnt ihr euch vorstellen, was mit 35 ist. Und alles danach brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. So, machst du aber nicht. Weil du natürlich viele Sachen im Leben erreicht hast, einen, einen gewissen Stand im Leben hast, einen gewissen vielleicht Status im Leben hast. Und da sagst du dir nicht, ich hatte doch nicht 80% meiner Ansprüche. Ihr habt doch gesehen, wie die alle drauf sind. Die erzählen sogar teilweise von: Jetzt haben wir noch mehr Ansprüche. Wo du dir denkst, ja, okay. Hast dir so schon die Auswahl, die du hast, musst du schon extrem runtergehen. Da kannst du nicht sagen, ich habe noch mehr Ansprüche. Und was passiert dann? Dann halten sie sich an diese Männer, die natürlich ähm, für sie super attraktiv sind. Aber diese Männer meinen es halt zu 99,9% aller Fälle nicht ernst mit ihnen. Fertig aus. Das ist, ja, das ist ja diese Problematik, dass du dann halt nicht in deiner Liga spielst. Und da Männer mit allen Frauen schlafen weil wir einfach teilweise sogar anspruchslos sind, wenn es um Sex geht. Ne? Kommt für, für Frauen sehr oft dieser Gedanke auf, okay, ich kann noch in gewissen Ligen mitspielen. Verschlimmert dann natürlich ganz, ganz extrem durch Online-Dating. Ne? Wenn die dann da eine Zeit lang sich aufhalten und durch diese ganze Aufmerksamkeit, die sie bekommen, wird dann nochmal so sehr... Ähm Fake-mäßig ihr Selbstwertgefühl aufgepusht, hochgepusht, bis zum Geht nicht mehr. Und dann gehen sie in die reale Welt und merken so, pff, hier ist ja gar nichts los. Hier will mich keiner haben. Sch Schwierig, aber nur wenn du eine Frau bist. Als Mann würdest du jetzt denken, pff, wo ist das Problem? Ja, okay. Ich kipp meine Ansprüche so weit nach unten, bis ich das bekomme, was ich möchte. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was ich gerne hätte. Oder glaubt, glaubt ihr wirklich, dass es Männer gibt, die so Boss-Babes attraktiv finden und anziehend? Und wenn die mit denen zusammen sind, dass sie sagen: Boah, super, das macht mich richtig glücklich? Nein. Das wäre genau so. Wie, wenn ich fragen würde, gibt es feminine Frauen, die gerne mit einem femininen Mann zusammen sein wollen würden? Natürlich, nein, gibt es nicht. Das passt doch null zusammen. Aber da sagt keiner. Bist ähm, nicht weiblich oder bist nicht genug in deiner Weiblichkeit, um einen weiblichen Mann zu akzeptieren. Oder mit ihm eine Beziehung einzugehen. Ach, so sieht's aus, Friends. Ich guck mal ganz kurz. Ach, ich habe hier noch meinen, mein, mein, mein äh Ach, mein Kevin Samuels Clip. Ich spiele ihn heute nicht. Nein, nein. Wir haben genug für heute. Ich spiele ihn das nächste Mal. So, hat jemand noch irgendwelche Fragen? K Questions. Sims und Co sterben nie aus. Nein, tun sie auch nicht. Oder hier sind auch viele Frauen am Start. Für, den, für, für, die, für die Männer, also nochmal, auf der Männerseite geht's nur dar, äh, dar, äh, geht es einfach nur darum, es zu verstehen, ne, welche Probleme Frauen haben. Für dich, also, okay, springen wir auf die Männerseite. Habe ich aber schon vorhin angeteasert. Wenn du als Mann, wenn du als Mann für Frauen attraktiv bist, sind solche Frauen Jackpot für dich. Warum? Die kommen und die gehen wieder. Die, die haust du in dein Rotationssystem rein und schmeißt die wieder raus, sobald du keinen Bock mehr auf die hast. Und es kann dir egal sein. Wenn du als Mann so attraktiv bist, dann musst du dich damit gar nicht beschäftigen. Das interessiert dich nicht, diese Probleme der Frauen. Juckt dich nicht. Weil du machst dein Ding und das machen sie ja mit. Das ist, das ist ja die Sache. Die kleben halt dann an dir und wollen dann mit dir eine Beziehung. Du gehst ja aber halt nicht ein. Du gehst halt weiter deinen Weg und fertig. Kann dir egal sein. Ist den meisten auch egal. Also zumindest die, die wirklich sagen können: Nee, das gebe ich mir jetzt nicht, habe ich keinen Bock drauf. Komm, next, weiter. Und was übrig bleibt, sind halt die natürlich, die. Ähm, schwierig wird es natürlich für die Männer, die halt nicht bei Frauen gut ankommen, die es schwierig haben, Frauen kennenzulernen. Weil genau die müssen sich damit rumschlagen. Die müssen gucken, dass irgendwie passend gemacht wird. Die können nicht sagen, ah, jetzt lasse ich sie gehen und 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 ähm, komm. Sondern ich muss jetzt irgendwie gucken, dass, äh, dass ich da irgendwas ne, für mich abgreifen kann, was ich gerne hätte. Am besten Beziehung natürlich. Meinst du mich? Wie reagierst du auf Fragen von der Verwandtschaft, wenn sie sich Fragen bezüglich Ehe, Familie und so weiter? Leider entsteht hier auch voll auf der Druck. Ja, also ich bin ja selber Südländer und bei uns Südländern ist es ja so. Meine Mutter wird wahrscheinlich noch bis <laughs> noch an ihrem Sterbebett <laughs> wird sie noch sagen: Ja und nächstes Jahr dann ne mit Freundinnen und Kinder und Enkelkinder. <laughs> natürlich muss ich mir auch jedes Jahr, also was heißt jedes Jahr, ich muss es mir alle paar Wochen anhören bei jeder großen Feier muss meine Mutter immer den Satz bringen und, näch, und, und, und nächste Weihnachten dann hast auch du Enkelkinder am Start, wo ich mir denke so Mutter, wie soll das funktionieren in einem Jahr excuse me sei doch mal realistisch aber, ähm, also ach, mir ist egal, ich stehe da drüber das äh, juckt mich nicht Meine Mutter, aber man muss aber allerdings also auch, auch wissen, meine Mutter weiß nicht, was für ein Datingleben ich habe. Also, meine Eltern ich weiß nicht, was sie denken, aber also meine Eltern haben bis jetzt nur die Frauen kennengelernt, mit denen ich auch zusammen war. Und das waren ja nur drei. Also die vierte haben sie nicht kennengelernt, aber weil so lange war ich nicht mit ihr zusammen. Aber meine, meine Eltern kennen nur drei Frauen in meinem Leben. Die restlichen kennen sie ja nicht. Sie wissen nicht also, was ich sonst so treibe. Und natürlich ist es immer nervig, ne? dieses so, ah, so ja, Familie, was ist los, bla bla bla, aber ja, das ist mir egal. Was zeigt mir mal die, die mich haben möchten? Ich sehe die nicht. Warum soll ich sie dir zeigen? Was weiß ich, wer dich haben möchte? Die sie also ich gehe jetzt immer davon aus, dass du eine Frau bist, ne? wahrscheinlich. Wo soll ich denn wissen, wo soll ich denn wissen, wo die sind? Die sind bei dir. Die sind überall. Die siehst du halt nur nicht auf deinem Radar, weil du für die nicht offen bist. Also nochmal zum Verständnis, ähm, weil ich ja vorhin gesagt habe, jede Frau hat Auswahl. Das Problem ist, ihr seht die nicht. Die sind da. Die sind je also jeden Tag begegnet ihr Männern. Die an euch Interesse hätten, aber ihr seht sie nicht. Weil als Frau läufst du mit so Scheuklappen rum und du siehst nur wirklich die, die attraktiv sind, die du attraktiv findest. Es kann also sein, dass du jeden Tag jemanden, seit, seit fünf Jahren schon jeden Tag jemanden über den Weg läufst, der dich haben wollen würde und du, und du siehst ihn morgen und du würdest denken, ich sehe den zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Obwohl er schon jeden Tag an dir vorbeigelaufen ist. Und wahrscheinlich dich ab und zu auch nochmal gegrüßt hat. Weil Frauen das wegblenden. Die blenden das aus. Du bist auf, nicht auf dem Radar. Genau, sie sind unsichtbar für dich. Also wirklich wörtwörtlich unsichtbar. Bis er sich halt auf irgendeiner gewissen Art und Weise bemerkbar macht. Und entweder wird er dann für dich sichtbar oder er bleibt weiterhin unsichtbar. Ich hatte mal eine Situation vor Jahren in einer vierten Schule, wo ich ein Mädel kennengelernt habe und ich kannte sie schon also locker ein bis eineinhalb Jahre, wo ich da trainiert habe. Ich habe sie ab und zu mal gesehen, so einmal, ein, zweimal im Monat. Und ich bin mir auch sicher, dass sie mich ab und zu mal gesehen hat. Und dann haben wir uns gedatet und sie hat zu mir gesagt: Außer an dem Tag, wo du mich angesprochen hast, habe ich dich noch nie in dem Fitnessstudio gesehen. Und ich dachte mir so: Was? <laughs> What the fuck? <laughs> ja, aber die, also, das, wir Männer verstehen das nicht, weil, weil auch hier wiederum, wir, wir, wir denken uns: so, Hey, wenn ich im Gym bin, ich kenne fast jede Frau, weil ich sofort, sobald, sobald ich Frauen sehe, gucke ich sofort so irgendwie, ne? so als Mann. Aber Frauen sind da nicht. Frauen übersehen dich einfach. Weil, weil du halt nicht, weil sie in ihrer Welt sind und du tauchst auf ihrem Radar nicht auf. Deswegen, es sind Männer da. Du begegnest ihnen jeden Tag. Vorausgesetzt natürlich, du gehst auch irgendwie raus. Nur du siehst sie nicht. Es ist wie, als ob die unter, unter dir laufen. So musst du es dir vorstellen. Ja, als Mann kennst du wirklich jede Frau. <laughs> ah, kauft euch ein Rundumleuchten. Habe was mit einem Mädel am Laufen, die mit 25 Jahren eine Beziehung hatte. Red Flag? Das heißt also, sie ist 25 Jahre lang Single. Bruder, das ist schon. <laughs> Kommt drauf an. Meine Frage wäre jetzt, okay, wie kann es sein, dass sie mit 25. Also war da, ist sie Jungfrau oder hatte sie nie eine Beziehung? Wenn, wenn sie Jungfrau ist, würde ich sagen, mm, wenn sie aber keine Beziehung hatte, auf jeden Fall Red Flag. Aber auch hier würde ich wahrscheinlich nicht daneben legen, wenn ich sagen würde, es hat schon seinen Grund, warum sie mit 25 noch nie eine Beziehung hatte. Oder noch Jungfrau ist. Ähm, wann denkst du, ist ein guter Zeitpunkt, um als Mann Kinder zu bekommen und würdest du heiraten? Also, ideal wäre das Mitte, Ende 30, weil du da theoretisch deinen Peak als Mann erreicht haben solltest. Äh, Vorausgesetzt natürlich, du hast eine Frau an deiner Seite, die für dich eine brennende Leidenschaft hat und mit der du schon einige Zeit zusammen bist. Und gut, heiraten musst du für dich selber entscheiden. Also, ich bin jetzt nicht gegen heiraten, ich schließe es nicht aus. Aber, also, ich gehöre jetzt nicht zu den Männern, die, die sagen: so, oh, heiraten, pff, Gottes Willen. hätte jetzt also von meiner Seite aus hätte ich jetzt nichts dagegen. ja <laughs> yeah. seht ihr? Wahre Liebe gibt es nur zwischen Mann und Konsole. Ja, Men Männer können sich können, können sich mit allem zurechtfinden und und glücklich werden. So hat jemand noch irgendwann. Als Mann müsste man geboren werden. Naja so gut haben wir es auch wieder nicht. Manche ja, manche nein. Alles, alles hat seine Vor- und Nachteile. Das ist jetzt hier kein. Oh Gott sei Dank bin ich ein Mann. <laughs> Welche Eigenschaften braucht es eine Frau, dass du sie heiraten oder in Frage kommt? Für mich, für mich? also für mich, wenn es um das Thema heiraten und, und heiraten wird, aber für mich auch gleich Familie gründen, dann sind für mich eigentlich die wichtigsten Sachen, also erstmal, wie ich vorhin gesagt habe, dass sie natürlich eine brennende Leidenschaft für mich hat. Aber noch viel, viel wichtiger ist, äh, dass ich das Gefühl habe, dass sie eine gute Mutter für meine Kinder sein wird. Das ist so eigentlich das Wichtigste. Denn sobald Kinder da sind, ist die Brennleidenschaft sowieso weg. Die kriegst du nie wieder von der Frau, weil die gehört dann den Kindern. Und ich finde es sehr wichtig, dass, eine, dass, dass Kinder also nicht nur einen guten Vater, aber auch vor allem eine gute Mutter haben. Also eine Mutter, die wo ich das Gefühl habe, sie versteht ein bisschen was von Erziehung. Sie vermittelt Werte, die ich auch wichtig finde und sie kann sich auch gut um die Kinder kümmern. Das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, wenn es in Richtung äh, heiraten, also in dem Fall halt Familie gründen geht. Woran ich das festmache, das mache ich daran fest, wie sie generell mit Kindern umgeht, wie sie über, mit, über Kinder spricht, ähm, wie sie Ahnung von Kindern hat. Ähm, und natürlich auch, klar, äh, wie sie mit mir umgeht. Aber du, 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 das merkst du. Wenn du mit einer Frau zusammen bist und, und, du, und du siehst, wie sie, wenn sie mit Kindern konfrontiert wird, wie sie mit denen umgeht, wie sie mit denen spricht, wie sie sich denen gegenüber verhält, wie sie generell über Kinder spricht. Ja. Kindergärtnerin oder Frauen in solchen Berufen, die viel mit Kindern zu tun haben, könnten eine gute Wahl sein. Es können auch so Sachen eine Rolle spielen, wie, äh, wie sie selber, was für eine Kindheit sie hatte, ob sie ihre Kindheit gut verarbeitet hat, ob sie aus den Fehlern ihrer Eltern gelernt hat und ob sie in der Lage ist, ihren Kindern mh, andere Werte oder eine Erziehung zu vermitteln, etc. etc. Aber das merkst du schon. Glaub mir, das merkst du schon. Also ich auch, Ich habe auch immer früher gedacht so, ah, weiß ich nicht und so. Aber wenn du mit einer Frau mal zusammen bist, die dann so in diese Richtung geht, dann merkst du sehr schnell, okay, ich glaube, das könnte eine gute Mutter für meine Kinder sein. Wie die Beziehung zu ihrem Vater ist, spielt eher eine Rolle, wie dann die Beziehung zu dir sein wird. Das hat nichts mit den Kindern zu tun. Die Beziehung zum Vater spielt in erster Hinsicht eine Rolle, wie die ihre Beziehung zu Männern ist. Also sprich, wie dann ihre Beziehung zu dir ist. Das ist dann. Also, wenn sie keinen Vater hatte oder ähm, eine schlechte Vaterfigur, dann wirkt sich das eher auf dich erstmal aus. Und wenn es sich auf dich auswirkt, dann wird das eher eine problematische Beziehung. Und dann ist Kinderkriegen oder alles andere sowieso. Steht außer Frage. Wenn sie, eine schlechte Wenn sie eine schlechte Beziehung hatte zu ihrem Vater und diese nicht aufgearbeitet hat, dann wird wahrscheinlich nichts aus euch werden. Weil sie ja mit dir auch nicht gut umgehen kann. Die Problematik liegt ja darin, dass die schlechte Beziehung zu ihrem Vater bedeutet auch, dass sie zu dir keine gesunde Beziehung aufbauen kann. Der erste Mann in ihrem Leben ist ihr Vater und der prägt sie halt. Und entsprechend, wie was für einen Eindruck sie von ihrem Vater bekommen hat, so wie ihr Vater war, heißt es auch theoretisch, dass sie mit, so auch mit anderen Männern umgehen wird, dass sie auch so entsprechende Männer anziehen werden, etc. Also es gibt, es, es gibt viele Möglichkeiten, wie sich das zeigen kann. Ne? Aber du wirst in der Regel, außer natürlich, sie hat diese Probleme aufgearbeitet, wirst du in der Regel keine harmonische Beziehung mit ihr führen können. Das ist die Problematik. Und wenn das nicht gegeben ist, ähm, dann brauchst du über Kinder, Familie und sonst oder sonst irgendwas, was in die Richtung geht, gar nicht drüber nachzudenken. Es muss übrigens nicht unbedingt immer der Vater sein. Es kann, es geht generell um eine Vaterfigur oder eine männliche Figur in ihrem Leben, die eine Präsenz hatte und die sie geprägt hat. Das kann auch zum Beispiel ihr Großvater sein. Das kann irgendjemand anderes sein, der sie unter ihre Fittiche genommen hat und ihr gewisse Sachen gezeigt hat, der ihr gewisse Werte vermittelt hat. Wie zum Beispiel, nein, mein Schatz, es ist halt nicht so gut, wenn du auf Gangbang-Partys gehst und dein Bodycount ins Unermessliche hochballerst. Nein, mein Schatz, es ist nicht so gut, wenn du dir einen ähm, OnlyFans-Account machst, weil das wird in deiner Zukunft viele Probleme mitbringen. Ne? So jemand. Nein, mein Schatz, ist es nicht so gut, wenn du mit diesem Mann zusammen bist, weil dieser Typ nicht gut für dich ist. Das ist zum Beispiel die Rolle des Vaters im Leben einer Frau. So, und, und jede Frau braucht halt in ihrem Leben einen Mann, ne, also ich sag's mal so: einen Mann, der eine gewisse Präsenz hatte der die prägend für die Frau war, in dem Fall auf eine positive Art und Weise. Und wenn das halt nicht da war, dann ist es halt schwierig. Oder, oder besser gesagt, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn du halt, ähm ich sage jetzt einfach mal, wenn du gewisse Entscheidungen triffst, die dir dann halt später zum Verhängnis werden. Wie ist, es, äh, wie ist es zu bewerten, wenn das Verhältnis zum Vater gut ist, aber zur Mutter schlecht ist, das hat gerade jemand hier geschrieben. Oh, wo steht denn das? Ach, oh, like doch mal das Video. Ich suche kurz mal die Frage raus. Ah hier. Wie ist zu bewerten, wenn das Verhältnis zum Vater super ist, zur Mutter aber schlecht? Ähm, gut. In der Regel gut. Für dich als Mann jetzt. Frauen, also Frauen, die immer ein sehr, sehr gutes... Ich gebe euch mal einen, einen neuen Lifehack mit. Wenn ihr eine Frau datet oder kennenlernt, fragt immer, das sollte immer beim ersten Date geklärt werden. Wie ihr Verhältnis zu ihrem Vater ist. Wenn sie sagt, das Verhältnis zu meinem Vater ist super, ich verstehe mich mit meinem Vater besser als mit meiner Mutter, dann werdet ihr mit ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Ich glaube, da stand auch im Buch Lob des Sexismus drin. Wenn die Frauen mit ihrem Vater ein sehr gutes Verhältnis haben, dann sind die auch super gut im Bett. Kann ich nur bestätigen. Ja, also klar, natürlich. Sie sollte zu beiden ein gutes Verhältnis haben, weil beide bestimmte Rollen einnehmen. Und wie äh, Emre, glaube ich, gerade eben hier geschrieben hat, äh, natürlich lernt sie durch ihre Mutter. Viel über das Thema Weiblichkeit. Das heißt natürlich, es kann sein, dass auch von der Seite gewisse Sachen fehlen. Aber das ist erstmal irrelevant, weil es geht erstmal erst nur darum, wie steht sie zu Männern? Was hat sie für ein Männerbild? Wie sieht sie Männer? Und vor allem, kann sie Männer respektieren? Kann sie Männer vertrauen? Das kommt ja alles daher. Diese ganzen Sachen mit: Ich kann keinen Mann vertrauen, äh, ich möchte mich von keinem Mann abhängig machen. Da spielen selbstverständlich auch gewisse Sachen eine Rolle, die aus der Kindheit stammen. Wo, wo, wo die Frauen auf einer negativen Art und Weise geprägt worden sind und die sich dann später sagen: Okay, nee, habe ich jetzt keinen Bock mehr. So, Freunde. Oder was für zehn Kamele, was soll ich mit Kamelen? In Dubai, habe ich gehört, soll es nur hübsche Frauen geben. Vielleicht mache ich mal demnächst einen Abstecher. Danke dir, Emre. gilt was für Männer. Achso, äh, du meinst ähm, äh, Verhältnis zu den Eltern. Ja, natürlich, selbstverständlich gilt es auch für Männer. Wenn du ein schlechtes Verhältnis zu deiner Mutter hast, wirst du auch später keine Frauen zum Beispiel auch respektieren können. Oder je nachdem halt, was für ein Verhältnis halt du deiner, zu deiner Mutter hast. Wenn deine Mutter zum Beispiel toxisch war oder narzisstisch, wirst du dich später von toxischen oder narzisstischen Frauen angezogen fühlen. Und so weiter und so fort. Wenn du äh, wenn dein Vater kein, kein ähm, Vorbild für dich war, dann fehlt dir zum Beispiel ein männliches Vorbild in deinem Leben. Wenn dein Vater ein nice Guy war, dann wirst du wahrscheinlich auch ein Nice Guy werden. Etc. etc. Seit einer Studie in Leipzig wird der Feminismus immer unbeliebter in Deutschland. Ja, das hoffe ich doch. Schimmelreiter, danke dir, mein Bester. Vielen lieben Dank. Ich brauche mal so ein Dings für euch. Aber ein bisschen geil ist das schon. Ha! Ähm. kannst du mir die frage beantworten warum frauen überhaupt auf gb was ist denn gb ich verstehe den sinn davon nicht frauen stehen doch eher auf einen attraktiven mann was ist denn gb what is a gb ach so ich habe doch keine ahnung von sowas Weil da halt was nicht in Ordnung ist, um es mal so auszudrücken. Weil sie dadurch eine gewisse Bestätigung erfahren. Weil, was soll ich dir jetzt sagen? Weil dahinter nichts Gutes steckt. Lassen wir es einfach so stehen. Wow, kam jetzt ha, halbe Stunde später. <laughs> kam, kam, kam das. <laughs> kam das äh, auf dem Bildschirm. Danke, Streamlabs. Richtig schnell. Okay, Freunde. Ähm, ich habe vorgestern einen. Gurkenkarussell, ja. Ich habe vorgestern einen schönen Beitrag von äh, dieser Seite Brust rausgesehen zum, zum Thema Schlatschaming. Vielleicht machen wir. Vielleicht machen wir. Um, ein Live-Reaction das nächste Mal draus. Ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich auch ein bisschen Zeit. Vielleicht können wir auch mal unter der Woche ein Live machen, so spontan. Mal gucken, mal gucken. Okay, das war's für heute. Vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Ich habe vorhin gesehen, wir haben die 200-Zuschauer-Marke überschritten. Es freut mich auf jeden Fall. Wir kommen sehr gut voran. Was natürlich nicht möglich wäre ohne eure Hilfe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr im, im Live-Chat schön mitgemacht habt. Dass ihr geliked habt. Dass ihr was gespendet habt. Ich, äh, wie immer, wünsche ich euch nur das Beste. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut, träumt was Schönes. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder, 2015. Ich bin raus. Ja. Bis dann.